Xavier Naidoo bei uns in der DU. Xavier, ich grüße dich. Servus, kannst du mich hören? Ja, wunderbar. Ton ist super. Alles klar. Sehr geil. Xavier, du bist momentan ja, sage ich mal, ein bisschen zwangsmäßig, bisschen ohne große Geschichten am Laufen. Wie genießt du die Zeit, mal irgendwie ganz wenig zu tun? Läuft's oder ist es nervig? Nee, die Leute wissen vielleicht oder wissen auch nicht, also dass ich natürlich immer in Phasen meine Arbeit mache. Also das heißt, man hat man 3 Wochen oder 3 Monate am Stück irgendwas, dann hat man mal wieder 3 Monate vielleicht nichts und so lebe ich mein Leben. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich kann Okay. mich intensiv um die Familie kümmern oder jetzt im Moment intensiv auch um meine Mutter kümmern. Und ja, in meinem Leben finde ich das ganz geil. Also, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich. Okay, das hast du für dich so eingetütet und das hört sich ja gut an. Du machst auch einen ausgeglichenen Eindruck, einfach auch beim Janich und generell mit deinen Videos und deinen Statements, muss ich wirklich sagen. Also du kommst mir nicht vor wie jemand, der irgendwie jetzt gerade vom Umkippen ist, so ganz im Gegenteil. Xavier, wir wollen ein bisschen über deine, ich würde dich gerne mit den für die Zuschauer und auch für mich fragen, wie soll ich sagen, über so ein bisschen hinter Xavier Naidoo, so ein bisschen zu gucken, ja, du musst natürlich nichts beantworten, was du nicht beantworten möchtest. Ja. Ich gehe mal gleich in die erste Frage. Gib uns doch mal eine, hast du einen Moment, an den du dich erinnerst, wahrscheinlich mehrere, aber kannst du einen erzählen aus deiner langen Karriere, wo du wirklich gesagt hast, ja, den werde ich nicht vergessen, das war wirklich geil. Das kann auch was ganz Kleines sein, was wir gar nicht wissen oder was wir gar nicht mitbekommen haben. Naja, es war nichts Kleines, das kann ich glaube ich gleich sagen. Es war schon damals 2006, als wir in Berlin nochmal die Fußballmannschaft feiern konnten, die Nationalmannschaft feiern konnten. Da Genau. waren alle Beteiligten, die da auf der Bühne standen, haben was Großes, ich glaube, alle, die generell da waren, haben was Großes gespürt und so war es auch. Also, dass der Platz mit so vielen Menschen voll war und so eine tolle Laune war, so, also. Das war Geschichte. Kann ich mich erinnern, das war die Fanmeile, ja. Du hast da deinen Auftritt gehabt, du hast nochmal dieser Weg dort performt und hast du auch mit den Fußballern ein bisschen Kontakt gehabt? War schon auch ein bisschen Kontakt, gell, oder? Ja, wir hatten vorher, ich meine, gut, wir hatten logischerweise keine Zeit. Ich habe hier und da mal eine Message geschickt oder hier und da war man in Kontakt, aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich das erste Mal so richtig abgelassen. Und ja gut, da geht natürlich jetzt auch nicht die Riesengeschichte, aber war sicherlich ein cooler Moment auch für dich, oder? Oder auch für die wahrscheinlich, ja. Es war, glaube ich, es war wirklich ein großer Moment, generell dort zu stehen. Ich meine, wann steht man schon mal dort an dieser Stelle in Deutschland, hat Massen von Menschen vor sich und muss kein schlechtes Gewissen haben oder irgendwas. Man sieht auch die Deutschland fahren, man sieht, okay, es ist schön, es ist gut, wow, wir sind gerade hier und leben und freuen uns. Wir sind nicht mal Erster geworden, sind gute Gastgeber, die anderen durften Erster und Zweiter werden. Ich fand's toll. Und alle, die früher irgendwie gehen müssten, alle Künstler, die irgendwie anderweitig verpflichtet waren, mit einem extrem tränigen Auge davongegangen, weil wir da bis zum Schluss bleiben wollten. Ich höre gerade ein bisschen mit dem Ton. Ich mache dich noch ein bisschen lauter. Du kannst auch ein Ticken lauter sprechen, wenn du möchtest. Ich bin zu laut. Aber Ich jetzt bin ein haben alter Nuschler, aber ich geb mir Mühe. wir. Ja, alles klar. Komisch, ich habe mich natürlich noch mal ein bisschen eingelesen und dann, ich habe jetzt, das überrascht mich gar nicht, dass du den Moment genannt hast mit 2006 auf der Fanmeile, wo auch die Jumbo noch mal die Schleife gedreht hat über Berlin, was er ausnahmsweise machen durfte, der Pilot. Jetzt würde ich mal gern fragen, wenn du auf Tour bist und warst, hast du ja oft genug gemacht, wirklich viele Konzerte, viele Auftritte, ja, in deinem Leben schon gemacht. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft es bei dir? Wie bereitest du dich? Also wie läuft der Tag, wenn du am Abend einen Auftritt, einen wichtigen Auftritt, also ein großes Konzert hast, jetzt nicht einen Song, sondern wirklich ein Solokonzert, deine Tour zum Beispiel, ja. Wie muss man sich das dann da vorstellen? Also schläfst du dann aus oder machst du zwischendurch nochmal einen Powernap oder wie bereitest du dich davor?
Also wenn ich gesund bin an diesen Tagen und nichts irgendwie im Hals habe, wo ich denke, ah, das könnte heute Abend problematisch werden, dann würde ich nämlich recht früh anfangen, mich einzusingen, schon früh aufstehen, die Stimme warm singen, normalen Tag irgendwie, Hotelzimmer draußen. Ich bin eh immer mit meinem eigenen Auto auf Tour. Natürlich. Schon immer. Ja, wirklich. Immer, das war mir das. Ja, ich habe sogar damals, als ich mit der Sabrina noch auf Tour war. Ja, Sabrina Saint-Lur, ja. Mehr oder weniger, genau, habe ich mein ganzes Tourgeld draufgegangen, weil ich mir einen Leihwagen gemietet habe, weil ich ein neues Auto, ein neuer BMW 318er war, das weiß ich noch genau. Da ist die ganze Tourkohle draufgegangen. Aber ich war alleine, ich bin alleine durch Deutschland gefahren und habe das genossen, die anderen waren im Tourbus. Ich finde es zwar auch ganz nett im Tourbus, aber ich erfahre meine Konzerte tatsächlich am liebsten. Ich sehe Stadtschilder, ich fahre durch Ortschaften. Ja. Ich bemerke, wenn ich sie nicht eh schon kenne, dann kann ich da noch mal im Konzert drauf Bezug nehmen. Vielleicht habe ich irgendwas Besonderes gesehen, was mir auffällt. Kann ich im Konzert auch noch mal sagen. Kriegt man alles im Bus nicht so mit, wenn man da irgendwo mitten im Bus ist. Oh ja, das ist interessant. Da kannst du auch im Konzert, dann stehen die Leute natürlich drauf, wenn sie lokal merken, okay, der Typ weiß auch, in welcher Stadt er gerade ist. Ja, so ungefähr. Ja. Ja, gut, ja. Du, das ist bei einer Tour mit 20, 30 Konzerten irgendwie, wird es natürlich auch blöd, wenn man sagt, ich grüße München, ihr seid so geil und so weiter, wenn du das in jeder Stadt sagst, immer den gleichen Spruch, und das ist, dann macht's natürlich anders, wenn du dann da auch was sagen kannst, wo die Leute wissen, okay, der Typ ist wirklich mal hier durchgefahren oder was kürzlich, ja. Finde ich, gefällt mir, das ist auch respektvoll, ja, an der Stelle, ja, nicht so runtergenudelt, mir doch egal, ich will die 2 Stunden oder 3 Stunden hier und dann bin ich hier wieder weg, machst du mit deiner Stimme? Also auch Deutschland. Ja, okay, genau. Aber machst du mit deiner Stimme, also nicht machst du mit deiner Stimme was, aber schonst du dich dann auch? Musst du dich schonen vorm Konzert, stimmenmäßig? Also schon schauen, nicht mehr so viel labern und nicht so viel rauchen oder was weiß ich, ja, oder halt. Es ist tatsächlich sprechen. Ne? Also die wichtigste Sache wäre nach dem Konzert 1 bis 2 Stunden nicht zu sprechen. Ganz schwierig für alle Künstler, weil man ist ja ruckzuck mit der Band, mit Gästen, wem auch immer, Freunden, ja. Backstage, und dann würde man sofort losreden und sagen, wow, geil, wie geht's dir, dies, das, aber das unterlasse ich schon seit vielen Jahren, denn die Stimme nach einem 2-stündigen Konzert, bei dem ich mich doch meistens ziemlich verausgabe, ist dann halt fast wie roh, und dann zu sprechen, ist schwieriger noch für die Stimme als, oder anstrengender für die Stimme als singen. Aha. Und dementsprechend schweige ich 2 Stunden. Oftmals springe ich nach dem Konzert direkt ins Auto. Also viele wissen, die mich backstage schon erlebt haben, dass das Auto oftmals mit offener Tür wartet. Ich renne nass geschwitzt von der Bühne runter, springe ins Auto und fahre dann in die nächste Stadt, zum nächsten Hotel, durch die halbe Nacht, wenn es sein muss, weil man ist ja eh voller Adrenalin und kann eh nicht schlafen. Ja, genau. Und dann setze ich mich ins Auto, muss mit niemandem sprechen, wo vielleicht noch mal meine Frau an oder wen auch immer, wenn die nicht dabei sind. Und dann fahre ich in die Nacht und lasse nochmal das Konzertrevue passieren, der Musik oder was auch immer. Aber ich bin sehr diszipliniert, was das angeht. Es ist sehr wichtig, dass man in jeder Stadt alles geben kann. Und sprechen nach dem Konzert verhindert oftmals, dass man Höchstleistung bringt. So gar nicht, wie man sich das so als Normalo vorstellt, nach dem Konzert erstmal Backstage Aftershow Party und ja. Okay, da komme ich aber noch kurz dazu. Ich habe zum Beispiel jetzt kürzlich einen Clip gebracht auf D-Live, da darf ich das. Du verzeihst mir hoffentlich als Urheberrechter Inhaber. Ja, einen Song von dir gespielt aus dem Konzert auch in der Waldbühne in Berlin. Und da bin ich auf die Frage gekommen. Vielleicht ist es eine blöde Frage, aber ich stelle es mir einfach geil vor, wenn du dann zu einem Song, wo du nicht singst, sondern nur die Musik, nur die Band spielt, wenn du dann wirklich zu deinem eigenen Song tanzt. Das stelle ich mir einfach geil vor, oder? Ja. Das ist das Schöne. Das hat auch noch niemand gesagt oder gefragt, da bist du wirklich jetzt der Erste. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch genießen kann, mich zu gewissen Rhythmen, ja, die man mitentwickelt hat manchmal auch. Ja. Also ich bin ein extrem Beat getriebener Mensch. Ja. Und meine ganze Musik, meine ganze Phrasierung, mein ganzes Schreiben ist extrem beatlastig fixiert. Das ist für mich, deswegen habe ich auch Perkussionisten und exzellente Drummer, die einfach da das für mich nochmal extrem anreichern.
noch viel interessanter war. Danke dir. Ich, Axel Wesemeyer, ein alter Chatterer, ich muss es zitieren, die Silo darfst ruhig auch erwähnen, dass damals im Stream ein paar Tränchen bei dir gekullert sind, weil es so ein geiler Moment war. Also auch sogar im auf dem Bildschirm, wenn ich im Konzert gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich weggetragen worden und in die Psychiatrie abgeschoben oder so einer bist du. Okay. Also ich muss euch sagen, liebe Zuschauer, der Xavier und mein Team und ich hatten schon viel Spaß, also im Teamspeak, muss ich wirklich sagen, ja, und da komme ich nochmal dazu, es ist wirklich, wir leben es ja auch hier jetzt, es ist wirklich einfach eine coole Socke, ja. Jetzt, die Frage habe ich dir schon mal gestellt, privat quasi, und die stelle ich dir gerne nochmal öffentlich, weil du sie auch interessant fandest und ich finde sie interessant für die Zuschauer. Du hast ja bei der Tour jeden zweiten, dritten, vierten Abend dein Konzert, ja, oder vielleicht auch mit längeren Pausen, aber es ist ja mindestens einmal die Woche, ist ja da schon... Nee, also es ist schon eigentlich drei Konzerte hintereinander, sind so die meisten. Ah, okay. Also das ist schon so, sonst wird es zu teuer, ne? Also wenn du da so viel Pause hast, du musst ja währenddessen die ganze Crew trotzdem zahlen an den Freitagen. Also verstehe. Das kann man sich so nicht erlauben. Aber ich mache nicht mehr als drei Konzerte, vielleicht mal vier hintereinander. Aber da ich, wie gesagt, lieber Höchstleistung bringe, jeden Abend sind vier Konzerte. Okay, und da kommt jetzt die Frage, die ich dir schon gestellt habe. Das ist jetzt nicht nur für dich vielleicht schwierig, sondern auch für jeden Schauspieler, Theaterschauspieler, Musical-Schauspieler oder irgendwelche Kabarettisten, die mit ihrem Programm durchs Land tingeln, die dann jeden Abend oder oft dreimal die Woche oder was auch immer mehr oder weniger das gleiche Programm runterspulen, was natürlich die Gefahr birgt, dass man dann eine ganz fiese Routine reinbekommt. Und ich hatte dich gefragt, die Setlist, also der Ablauf der Songs, ist ja an sich bei so einem Ding irgendwie festgelegt. Wann legt ihr das eigentlich fest? Legt ihr das vor der Tour fest, oder? Den Ablauf der Songs? Ja, wir sind so Nerds. Wir sind so Nerds, wir legen das alles vor der Tour schon fest. Wir haben da eine riesige Liste. Wir haben theoretisch Songs für zwei, also eigentlich für 3 bis 4 Stunden eigentlich. Ja. Es gibt dann ja Möglichkeiten, beim letzten Konzert kann man vielleicht ein paar Songs mehr machen oder wie auch immer. Wir haben eben die Songs im Gepäck und manchmal lässt man vielleicht regionsbedingt was aus oder landesbedingt lässt man was aus, macht in Österreich was anderes oder so. Das kommt dann ganz drauf an. Aber mir ist auch ganz wichtig, dass ich da auch, ich versuche auch immer wirklich die Songs nicht gleich anzusagen oder ja. Geschichten zu erzählen. Das ist mir alles unangenehm. Und auch eigentlich singen und so Songs gleich singen. Da bin ich auch ziemlich nerdig, also auch vielleicht auch ein bisschen. Und, ja. Ihr müsst aber auch, auch nicht gleich singen will. Ihr müsst doch vorher, vor der Tour, das Ganze mindestens ein paar Tage proben, oder? Ihr geht es doch durch. Ja. Ihr spielt doch ein ganzes Konzert durch, oder? Auch? Natürlich, wir spielen, die Band bereitet sich wochenlang vor, kann ich sagen. Ja. Nicht am Stück, aber wenn sie halt Zeit haben, sich treffen und so, und dann komme ich dazu 2-3 Wochen vorher und dann geht's runter. Dann macht man so lange, bis alles sitzt. Okay, alles klar. Ja, und das ist jetzt nochmal die Antwort sozusagen, du versuchst zu variieren, du versuchst ein bisschen andere Ansagen zu machen, nicht immer, ey, ihr seid geil, wir sind geil, so wie ich, ja, sondern ein bisschen, verstehe schon, also du musst, das ist auch ein Weg, um ein bisschen immer wieder ein bisschen neues Gefühl zu bekommen, oder? So ein bisschen was anderes einfach, nicht das immer. Ja, sonst fühlen, das geht nicht, ich kann sonst, ist es für mich so abgestumpft und nicht lebendig, und wenn ich mir vorstelle, da gibt's ja dann etliche Leute, die ich auch kenne persönlich, die dann in jedem Konzert stehen. Und wenn ich mir dann denke, okay, die haben mich jetzt zum 100. Mal das Gleiche sagen hören, da wird mir übel. Ja, richtig. Es sind ja etliche Leute da, die jedes Konzert sehen. Richtig, verstehe, was du meinst. Ja. Auch du, obwohl du ein von Gott reich beschenkter, hochbegnadeter und hochtalentierter Mensch bist, hast deine Stimmungsschwankungen, das wird so sein. Ich wollte wissen, das ist die nächste Frage, wie hast du da irgendeine Routine oder einen Mechanismus für dich gefunden, auch an einem Tag, wo du irgendwie dich nicht so dolle fühlst, aber natürlich Verpflichtungen hast, wie ein Konzert oder ein Auftritt, dich da irgendwie in Stimmung zu bringen, oder ist das gar kein Problem? Freust du dich immer, weil es geil ist einfach für dich, weil du es gerne machst einfach? Die Verantwortung ist schon groß. Also, wenn ich ein Jahr habe, in dem ich auf Tour bin, dann ist das Jahr
bisschen unter einer Glocke. Also ich kann nie ganz befreit aufleben, weil ich immer weiß, okay, ich muss gesund bleiben, ich muss dies, ich weiß, ja. es kommt immer näher, diese Tage, wo du 20 Tage fit sein musst, gesund sein musst, da wo nichts passieren darf. Ja. In so Jahren ist man schon ein bisschen angespannter. Also generell, ich muss mir das alles ein bisschen aus den Rippen schneiden, mein Beruf, weil ich bin eher jemand für die zweite Linie. Deswegen, ich habe ja angefangen als Background-Sänger. Klar, ja. wollte ich das alles auch. Moses Pelham und so, gell? Das war damals die Zeit, gell? Genau, bei Sabrina, ja. bei Sabrina, mhm. bei Moses. Und ja, natürlich wollte ich auch Platten machen und so, aber das Popstar-Dasein ist nicht so ganz meine Welt, sage ich mal so. Es gibt bestimmt Menschen, die den Beruf machen, die das mehr genießen können als ich. Und deswegen, ich habe mich ja immer so ein bisschen versucht, da rauszuhalten. Ich habe am Anfang meine Preise nicht angenommen, den Echo nicht angenommen. Also lauter Sachen, wo ich so im Späteren gemerkt habe, okay, jetzt muss ich mal langsam ein bisschen entspannen. Ich kann jetzt die ganze Zeit immer so mein Ding hier durchziehen. Ja. Keiner versteht, warum und weshalb. Nur weil mir es so unangenehm ist, innerhalb dieses Business mich da so auszulassen. Ich mache meine Musik, ich liebe das, ich mache das aber nicht, um Preise zu gewinnen. Das war immer so mein Ansatz. Und mir war vieles unangenehm an der ganzen Sache immer. Also auch Fotosessions. Videodreh auch. Presse, oder? Videodreh, Presse, alles. Das war mir alles immer unangenehm. Da habe ich wirklich lange gebraucht, bis ich das irgendwann mal akzeptieren konnte, wie es ist. Ja, okay, ja. Und jetzt, die letzten Jahre, habe ich wirklich erst so richtig befreit aufspielen können, sag ich mal. So, dass ich das auch ganz anders genießen kann, in diesen Hallen zu stehen und die Leute zu sehen. Und so. Also, ich glaube, es geht da vielen Künstlern vielleicht ähnlich. Die ersten Jahre ist man einfach so in so einem Tunnel und man macht und macht und macht und macht. Und klar, ich stehe auf der Bühne, ich bin in mich gekehrt, ich genieße, meine Songs zu singen, aber das ganze Bromborium, da habe ich mich wirklich echt schwer dran gewöhnen müssen über die Jahre. Okay, überraschende Antwort, muss ich sagen. War damals schon überraschend, wo ich stelle gleich noch die nächste Frage, wo du auch eine überraschende Antwort gegeben hast. Weil ich kaufe dir das sofort ab, dass du eher ein zurückhaltender Typ bist und vielleicht, aber Respekt trotzdem, du hast dein erstes Album ging durch die Decke, so brutal, ja, das allererste LP sozusagen, ja. Erste deutsche Album, muss man dazu sagen. Ich habe mir vorher schon mal in USA, ja. In den Staaten gezwungenermaßen, muss ich sagen, ich bin da wie entführt worden. Ich war jung und brauchte das Geld, habe den Vertrag unterschrieben und habe nicht gewusst, dass das alles in Amerika stattfinden soll. Schlicht und einfach. War eine interessante Zeit, hätte ich so nie erlebt. Ja. Da gab es auch noch kein Internet, als das alles passiert ist. Ja. Da wollte diese Plattenfirma, die ich da hatte, die wollten mehr oder weniger den Amis vorgaukeln, dass ich in Europa schon ein großer Star bin. Das kann man den Amis mal schnell erzählen, oder? Und das hat aber nicht so ganz geklappt. Hat nicht so ganz geklappt. Xavier, trotzdem. Vielen Dank. Ja, genau. Vielleicht kommen wir noch auf das amerikanische Musikbusiness, weil es gibt ja auch einen Grund, warum du dich auf den deutschsprachigen Markt dann fixiert oder konzentriert hast. Aber nochmal eine andere Frage, die ich damals auch in Teamspeak so froh war, losgeworden zu sein, auch wenn deine Antwort für mich überraschend war. Ich hatte gefragt, liebe Zuschauer, Xavier, wenn du jetzt, wollte ich immer mal, ich habe nie so jemanden gesprochen, der jetzt so eine Karriere und so einen Erfolg und solche vollen Konzerthallen und Open Airs hatte. Wenn man da auf der Bühne steht und du siehst 10, 20, 30.000 Leute, die vor allem alle ein Ticket gekauft haben, sich auf den Weg gemacht haben, es geplant haben, den Abend freigehalten. Wie gesagt, das sind Umstände, das ist wesentlich mehr, als wenn hier einer auf YouTube klickt und hier mal reinschaut, ja. Du konntest aber ich habe dich gefragt, was ist das für ein Gefühl? Ich stelle mir vor, in meiner kleinen, dummen Welt, das muss ein total geiles Gefühl sein. Du hast aber irgendwie das ein bisschen anders gesehen, ja? Also jetzt hast du, so wie du die Frage eben gestellt hast, das finde ich immer, wenn ich zum Beispiel bei einem Open Air ankomme oder auch bei einem Konzert, manchmal gehe ich nach dem Soundcheck nochmal ins Hotel und komme dann ins Konzert. Das heißt, man sieht die Leute stehen, man sieht Autoschlangen, ja. Menschen, Schlangen. Da fühle ich mich immer extrem berührt von.
tatsächlich, dass ich die Menschen sehe, die sich die Mühe machen, zum Konzert zu kommen. Manchmal regnet es in Strömen oder was. Ja. Oder es hat geschneit und die Leute mussten Gefahren auf sich nehmen, zum Konzert zu kommen. Da fühle ich mich extrem berührt und gerührt, wenn ich das sehe. Aber wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, generell ist mir die Person, die ich da spielen muss in dem Ganzen, ja, wenn ich nur eine andere Person sein könnte, würde ich wahrscheinlich schon viel glücklicher sein. Aber man ist halt im Zentrum des Geschehens in dem Moment. Und das kennen manche, die ihre Geburtstage nicht gerne feiern oder so. So komme ich mir da immer vor. Ich denke halt immer, ach so, die sind wegen mir so. Ja. Ich würde immer gerne, warum regen die sich, was sind, ach so, scheiße. Du bist der Hauptprotagonist. Mir ist das alles immer unangenehm ein bisschen, aber. Ja, und das fand ich überraschend. Muss ich echt sagen, tolle Antwort, aber trotzdem, weil es bringt mich auch irgendwie dir ein bisschen oder uns Zuschauern ein bisschen dir näher, ja, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, ja, also ich wusste die Antwort schon, weil ich sie da schon mal gestellt habe, die Frage, aber unsere Zuschauer wussten es nicht. Kommt es während eines Konzerts vor, dass du, geht es überhaupt technisch, kann man die Band damit überhaupt überfallen, dass du dann so in der Stimmung bist und sagst, hey Leute, jetzt lass uns noch das und das spielen, die Leute sind so gut drauf, wir machen noch eine Zugabe, wir kommen Leute, wir gehen nochmal raus oder so und spielen das und das, was vorher jetzt nicht abgestimmt war, das ist möglich, ja? Ja, auf absolut. Also da sind die Jungs extrem flexibel, das haben wir auch, machen wir schnell. Okay, was war ein wirklich schlimmer Moment vor oder während eines Konzertes? Was kannst du dich erinnern, wo du echt sagst, das war richtig scheiße? Richtig scheiße, schlimm und so. Ganz also eine selten. Panne oder so, Technik fällt aus, Licht oder irgendwas. Also auch so Technikpannen sind eigentlich immer ganz angenehm, weil man singt ja trotzdem weiter, man macht trotzdem weiter. Die Leute sind dann noch krasser mit dabei, auch wenn dann auf einmal die ganze Technik aus ist, die Leute ruhig sind, hört man ja trotzdem was. Ja. Also diese Begebenheiten, auch wenn wir auf dem LKW was machen und der Strom fällt aus oder was auch immer, das ist immer eigentlich noch toller, als wenn alles normal weitergeht. Ah, okay. Aber das Allerschlimmste, was dir passieren kann, ist eben mit einem offenen Hosenladen auf. Ah, das kenne ich. Das kommt mir bekannt vor, ja. Wenn es wirklich peinlich ist. Ja. Kann ich mir vorstellen, du hast ja auch Kameras und so weiter, hast ja Videowand teilweise, oder? Ja. Und bist du nah in der Tür? Das andere, was immer schlimm ist, ist, dass es eben extrem heiß ist auf der Bühne. Die Lichter brennen dich in die Bühne rein. Und das heißt, man schwitzt eben extrem. Also ich bin eigentlich immer klatschnass auf der Bühne. Und das ist auch nicht so. Also im Moment von den Scheinwerfern, oder? Logischerweise. Ja, klar, Scheinwerfer. Ja, auch von der Aktion natürlich. Dieses Singen, das. Du bist down in Bewegung. Ja. Auf und so. Ja, Bewegung. Ich habe auch jetzt ja Sitzkonzerte gehabt, viele, wo alle gesessen haben, inklusive mir. Und trotzdem wird einem extrem heiß. Und so. Also, das ist ein bisschen unangenehm, aber das gehört alles dazu und ich genieße es trotzdem. Jetzt mal weg von den Konzerten, jetzt wollte ich dich mal fragen, auch deswegen, weil du es schon erzählt hast, dass du dann nach dem Konzert teilweise schon direkt wieder losmachst im Auto allein und du gesagt hast, dass du auch dabei Musik hörst. Jetzt würde ich mal gerne hören, was, sagen wir mal ein paar Songs, die du oder paar Künstler, die du gerne hörst. Flux Pavilion, Dubstep, alle möglichen Hip-Hop, allen möglichen Hip-Hop, aber meistens ein bisschen unbekannteren Hip-Hop, also kein Mainstream-Hip-Hop. Ja. Ehrlich gesagt, es sind ganz, ganz viele eigene Sachen, die ich höre. Es hört sich blöd an und arrogant vielleicht, das ist mein eigenes, aber ich habe halt so viel Zeug, dass ich irgendwie ständig durchhören muss, ob das okay ist, ob ich da was verändern muss, ob das gut ist, ob das noch taugt, ja, wenn ich einen Song schon ein halbes Jahr höre und ich kann ihn nicht mehr hören, dann werde ich ihn auch nie veröffentlichen. Also deswegen, ich habe immer einen Haufen Songs, die ich mir auch so ständig reinziehe, weil ich wissen will, taugt mir das noch nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten. Und ansonsten, jetzt hat man ja auch Internetradio in manchen Autos. Mhm. Kann man ja in der ganzen Welt irgendwie Radiosender hören, das finde ich auch extrem interessant. Das mache ich. Okay, da kann ich aber gleich noch meine nächste Frage anschließen.
weil du gerade gesagt hast, dass du viel auch von deinem eigenen Zeug hörst oder vielleicht auch unveröffentlichtes Zeug, was noch optimiert werden muss natürlich oder nicht natürlich, sondern eventuell. Ist es schon mal vorgekommen, dass du einen Song hattest, den du auf dem Album veröffentlicht hast, mit dem du eigentlich so ganz glücklich nicht warst und der Song ist durch die Decke gegangen? Also wo du dich total verschätzt hast, wo du dir gesagt hast, also ich weiß, dass du keine Musik machst dafür, das muss jetzt alles ein Hit werden, ja, das ist mir schon klar. Aber denkst du darüber überhaupt nach, ob irgendwas besser ankommen könnte oder irgendwie vielleicht nur spezielle, ist ein bisschen speziellerer Song, der nicht so viele Leute ansprechen wird, aber dir, aber du findest ihn geil. Also gibt's da irgendwas, wo ist das überhaupt ein Thema? Ja, denkst du darüber überhaupt nach? Ja. Also wenn ich an irgendwas zweifle, also ich bin kein Perfektionist in dem Sinne. Es können grammatikalische Fehler drin sein, es können andere Sachen drin sein und ich sage trotzdem, ich lasse es so. Also ich bin schon jemand, der sagt, der erste Wurf zählt, das erste Ding, was entstanden ist, ist die Geburt und jetzt wenn ich jetzt irgendwas mache, dann fange ich an dem Baby rumzuschneiden und das will ich eigentlich nicht. Ja. Das heißt, es gibt extrem viele Songs von mir, wo ich hätte was verbessern können. Ich lasse es aber trotzdem drauf, weil ich will da nicht nochmal dran. Ich habe kein Problem damit, dass es so rausgeht. Ich bin da fast perfektionistischer, wenn ich im Konzert bin. Hier versuche ich alles zu geben und manchmal hat man einfach keine Lust, nochmal einen Song aufzumachen, da was zu verändern. Und nur weil da irgendwas Kleines nicht stimmt. Ja, ich sehe es immer so, wie manchmal sagen, Fashion-Leute sagen, die Pariserinnen sind am besten angezogen von allen Frauen auf der Welt. Die haben aber oftmals so eine Laufmasche, irgendwas ist imperfekt und trotzdem sehen sie toll aus. So. Richtig. Ja, verstehe. An der Stelle hake ich mal kurz ein, Xavier. Vielen Dank, das ist eine tolle Sendung. Ich fühle mich total wohl, du bist ein cooler Typ. Und jetzt gehen wir mal... Jetzt gehen wir mal kurz raus aus unserer Thematik. Ignaz Baird, der Schweizer YouTuber, liebe Grüße an Xavier und alle Patrioten auf YouTube und D-Live. Grüße. Möchte ich jetzt auch die Gelegenheit kurz ergreifen, wo wir noch auf beiden Plattformen sind. Ich möchte mich herzlich bei meinem Team bedanken. Ich möchte Rudi, mit dem du auch in Kontakt stehst, mit dem Honk. Absolut, mit danke anderen. Rudi. Vielen Dank an alle, auf jeden Fall. Mein Team, genau, auch alle anderen, mit denen wir im Teamspeak sind, Free und so weiter. Verzeiht mir jetzt, wenn ich nicht alle aufzähle, ihr wisst, wen ich meine, liebes Team, euch wollte ich nicht vergessen. Und was Privates, meine große Tochter, großer Fan, schickt dir schöne Grüße. Ja, die ist ausgeflippt, als ich ihr per WhatsApp mitgeteilt habe, der Xavier ist demnächst bei mir, als es dann klar war. Ja, schöner Moment für mich auch. Er war so ein bisschen stolz auf ihren Alten. Ja, war cool. Ja, danke dir. Ja. So wie ich mit meiner Mutter, als meine Mutter hat mich auch erst ernst genommen, als ich mit Udo Jürgens gesungen. Ja, genau, ja, verstehe. Ja. Das finde ich eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Das gefällt mir, ja. Und Udo Jürgens, kann ich dir sagen, also jetzt wird's ganz lustig. Udo Jürgens war als 17-Jähriger bei meiner Großtante in Klagenfurt und hat Klavierstunden genommen, die war Konzertpianistin. Ja, Udo Buckelmann. Der Herr Bockelmann bei meiner Großtante in Klagenfurt in Österreich, die war Konzertpianistin, hatte am Flügel, am Blüthner Flügel, also ich war da nicht dabei, aber es war so. Krasse Familiengeschichte, die Bockelmanns, muss man dazu sagen. Ja, erzähl mal also kurz. Ich glaube, die haben russische Vorfahren auch und ich glaube, die kamen auch aus dem Bankenwesen irgendwie. Ich habe es ein bisschen vergessen, aber als ich damals erfahren habe, war das eine sehr interessant. Ich glaube, das Buch von Udo Jürgens mehr oder weniger. Sehr interessant. Ja, auch, ich meine, Udo Jürgens, hochtalentierter Mann, glaube ich, gell? Oder? Ja, kann man sagen. Ja. Toller Mensch. Also ich habe ihn mehrfach kennengelernt. Wir haben uns sehr geschätzt, sehr respektiert. Und ich würde auch immer gerne immer mal wieder Songs von ihm zum besten Leben aufnehmen. Da sind schon ganz, ganz große Stücke. Und naja gut, er hat halt irgendwie alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen war, irgendwie, naja. Aber gut. Wer hat uns damals, wie heißt er nochmal, so eine Schauspielerin, die war nochmal so eine Heidschnuckenkönigin oder irgendwas, die war eigentlich seine, die hat er als erste Freundin gehabt damals. Die war dann auch mit diversen anderen. Ah.
Ja, aber da hat er noch ein paar danach auch noch gehabt. Ja, der ist ja auch immer mit dem Morgenmantel dann nach der Show noch mal rausgekommen. Okay. Ja. Xavier, jetzt, ich habe noch ein paar Fragen, liebe Leute, ihr wundert euch, warum wir noch nichts Politisches machen. Politisch findet dann statt, wenn YouTube hier zu Ende ist, ja. Also wir fangen langsam an und steigern uns. Nicht nervös werden. Meine lieben, Xavier hat gesagt, er hat ein bisschen Zeit, ja, also kein Problem, hoffe ich zumindest. Cool. Xavier, gibt es irgendwas, ich meine, du hast es schon angedeutet, vielleicht ist die Frage schon beantwortet. Ich habe mir die Frage aufgeschrieben. Gibt es irgendwas, was in deinem Business unbedingt sein muss, aber was du einfach absolut hast? Ja, wo du sagst, das könnte, also es kann vielleicht Pressetermin oder was du schon angedeutet hast oder so roter Teppich-Scheiß und sowas, ja. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, dass du sagst, hey bitte, ich... Roter Teppich mache ich nicht. Okay, oder halt so. Das mache ich nicht. Also bei keiner Show, bei irgendwas mache ich schon seit Jahren, mache ich keine roten Teppiche mehr. Ganz selten, vielleicht ab und zu. Ja, damals bei Voice of Germany war es irgendwie, glaube ich. Ja, bei The Voice of Germany war auch so ein bisschen, da waren wir auch mal bei der Springer-Presse, da gab es ja mal den Bambi oder irgendwas und dann trifft man sich nochmal mit der Friede Springer, das habe ich auch abgelehnt. Nein. Ehre, Bruder, an der Stelle, ja. Ja, aber trotzdem bin ich zur Veranstaltung hin, aber jetzt mit der Friede Springer mich zu treffen. Okay, cool. Das sind jetzt zwei Fragen. Die erste wäre in dem Zusammenhang, erreicht dich eigentlich, kriegst du eigentlich das Feedback jetzt nach der ganzen Shitstorm-Geschichte? Und das ist ja jetzt auch wahrlich nicht dein erstes Problem mit Mainstream und so weiter, Eurovision und so weiter und auch hier Grüne und SPD haben jetzt Auftrittsverbot für Xavier Naidu. Das riecht so ganz extrem nach 30er Jahren, ja, muss ich sagen, ja. Aber da kommen wir jetzt noch nicht hin, müssen wir vorsichtig sein. Ja, also jedenfalls hast du das Gefühl, weil ich habe das Gefühl, vielleicht kannst du es bestätigen, weil du meintest, ja, ich bin jetzt natürlich irgendwie unter schwerem Beschuss und so weiter, aber ich glaube, dass es auch Leute, viele Leute neu dazugekommen sind als Fans oder als jemand, die sagen, okay, vielleicht seine Musik ist nicht ganz meine Musik, aber das ist ein super Typ. Oder kriegst du da irgendein Feedback, kriegst du das mit, kriegst du da ein bisschen Unterstützung, spürst du das irgendwie, dass da auch ein bisschen Rückenwind kommt? Darum geht's mir ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Ich habe das jetzt lange genug vor Augen. Also ich habe die meisten Titel schon seit 4-5 Jahren von diesem Album. Und wusste mit jedem Titel, der dazu kam, okay, das wird ein heftiger Release. Also ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll und so. Da kamen immer mehr Sachen dazu. Und dann eben nochmal die Anfrage auch für DSDS, sodass ich doch lange genug jetzt mich darauf vorbereiten konnte, dass es so kommt. Mir ist es eigentlich, die Leute können sich das nicht vorstellen, aber mir ist es völlig egal, was da irgendjemand denkt drüber oder nicht oder was. Ich lasse mir lange genug Zeit. Ich nehme lange Rücksicht. Dann ist es mir egal. Dann mache ich mein Ding, weil ich das einfach machen muss. Was da jemand sagt, findet, denkt, das ist mir alles. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich so darauf vorbereitet, dass ich mehr oder weniger den Kontakt zu allen Leuten abgebrochen habe, weil ich wusste, es soll keiner damit behelligt werden, mit dem ich jetzt letztens noch erzählt habe, der soll nicht in die Versuchung kommen zu sagen, der ist mit mir in Kontakt oder irgendwas. Niemand ist mit mir in Kontakt, weil ich einfach denke, okay, ich mache jetzt das hier. Ich will jetzt einfach, wie geht es darum, hier was zu bewegen, was zu verändern? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Liebe Zuschauer, da muss ich mal für Herrn Naidu mal in die Bresche springen, weil muss ich ihn jetzt nochmal sozusagen unterstützen, weil wir kennen uns jetzt nicht wirklich gut, aber das, was ich von ihm schon kennengelernt habe, kaufe ich ihm hundertprozentig ab. Das glaube ich ihm so unbesehen. Ja, klingt irgendwie sehr abgeklärt und für mich vielleicht auch schwer nachvollziehbar, aber du machst auf jeden Fall auf mich den Eindruck, dass du das auch so denkst und meinst. Ja? Du darfst nicht vergessen, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal durch. Also jedes Mal, wenn ich angegriffen werde, genau, werden ja auch alle Leute in meinem Umfeld angegriffen und können ja dafür gar nichts. Und von dem her
diese Sippenhaft und so, das ist schon sehr bedenklich, weil es geht ja auch sehr weit. Da wollen ja auch Leute, dass dann die anderen keine Arbeit haben. Und dann die richtig, anderen, du hast ein paar Leute, die ihr Geld damit verdienen, für dich zu arbeiten sozusagen oder auch auf Konzerten und so weiter, Presse und das ist ja eine Maschinerie irgendwo, ja, Management und so weiter. Und da ist ja auch eine Verantwortung da. Also du bist ja nicht allein auf der Welt, ja, genau. Ja. Es ist eine Verantwortung da, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, jetzt all meinen Leuten klar gewesen, dass ich jetzt in diese Richtung gehe. Und das habe ich auch jedem gesagt. Ich glaube, da ist jetzt keiner mehr erschrocken. Jeder konnte sich in Sicherheit bringen, denke ich. Und wichtig ist mir eben, dass ich in den Spiegel gucken kann und dass ich meiner Musik und meinen Texten auch treu bleibe. Das finde ich relativ ja, genau, dass du dich nicht irgendwie verbiegst und irgendwie jemand entgegenkommst oder irgendwas machst, um irgendwelche Leute zu besänftigen oder so. Sehr geiler Zug, ja. Jetzt noch zu dem Thema dieses Jahr. Du hattest ja, eigentlich war ja schon fest eine Tour geplant. Ja, es gab ja schon Ticketverkauf und Tourdaten und alles. Die sind jetzt praktisch, die ist es aus zwei Gründen mehr oder weniger jetzt erstmal auf Eis gelegt. Corona und Veranstaltungsprobleme. Wenn du darüber nicht reden willst, ist auch okay. Aber wie? Ich kann gar nicht viel sagen, weil ich noch nicht so viel weiß. Weil natürlich ist eigentlich bis Ende August sowieso, was soll ich sagen? Also wir haben ja unsere Konzerte letztes Jahr schon geplant. Ja, ja. Und dass das jetzt so kommt, das eine, ob man das jetzt so hinnimmt, ist das andere. Ich glaube, viele Unternehmer überlegen sich, ob wir nicht irgendwie aktiv werden, ob wir uns das bieten lassen müssen, irgendwie unsere Existenzen zerstören zu lassen. Und den Sommer erst im November zu beginnen. So, wird man sehen, wir kommen jetzt mal langsam aus diesem Lockdown raus, dann wird man sich überlegen, ob man rechtliche Schritte einleitet oder wie man sich gegen gewisse Dinge wehrt, wer schuldig ist, ob man da Menschen verantwortlich machen kann dafür. Das wird man alles sehen. Generell bin ich der Meinung, die Konzerte finden statt. Und so sehe ich das im Moment. Ich bin sehr positiv, dass das alles stattfindet. Und verbieten lassen sehe ich auch. Okay. Liebe Leute, wir gehen gleich auf D-Live allein oder bleiben auf D-Live und gehen gleich aus YouTube raus, weil jetzt natürlich auch andere Fragen gestellt werden. Das ist übrigens auch abgesprochen mit Xavier, der gutiert es sehr, dass wir auch D-Live uns bisschen rangeholt haben oder uns da ein bisschen etabliert haben, einige von uns YouTubern, um mal ein bisschen eine Alternative zu haben. Und D-Live ist halt wahnsinnig erfrischend und erquickend, weil man da nicht... Ich boykottiere ja, wie ihr merkt, im Moment Instagram und Facebook. Und ja. Weil die einfach alle zensieren. Aber trotzdem muss ich jetzt noch auf YouTube fragen, weil das halt auch irgendwo mein Thema ist, Autos. Ja, mal gefragt, darf ich dich fragen, was du momentan, wenn du jetzt irgendwo hinfahren würdest, was wärst du jetzt momentan, in was für ein Auto würdest du fahren? Ich finde im Moment den Q8. Ah ja. Mit eins der besten Autos der Welt, muss ich sagen. Finde, der ist extrem gut geschnitten, ist genau mein Ding. Ich habe auch im Moment nur einen 3 Liter Benziner und bin schon sehr zufrieden. Bestimmt werde ich mir den SQ8 noch oder den RSQ8 zulegen. Und dann schon den RS, Xavier, bitte. Ja, schon den RS. Aber manchmal gefallen mir die ein bisschen. Manchmal gefallen mir die nicht so, weißt du, nicht so viel Flügel, nicht so viel Gewerks drauf und dann vielleicht noch ein bisschen dezent die Motorleistung angehoben und dann ein bisschen sleepermäßig, weißt du, so nicht allzu auffällig. So Wolf im Schafspelz ein bisschen. Plötzlich ist er weg, ja, auf der Autobahn. Ja, ja, sehr cool, ja. Aber ansonsten bin ich ein großer G-Modell-Fan. Ich habe ein G-Modell von 2009, sehr schätze. Den langen, den Viertürer, gell, den Geländewagen, den Viertürer. Sehr geiles Auto. Top Auto. Und dann noch, was weiß ich. Nein, das fand ich halt auch so sympathisch, habe ich nochmal nachgelesen, deswegen komme ich auf das Autothema, fand ich wirklich extrem geil. Ich habe sogar auf Wikipedia gelesen, das Zitat,
dass als damals Fridays for Future letztes Jahr so hochkam, wo du sagst, also das allerletzte, was ich machen werde, dass ich nur ein einziges meiner Autos verschrotten werde. Also, da müsst ihr mich raustragen, ja. Also, ja, das fand ich schon fast ein bisschen großkotzig, dass ich das so gesagt habe, aber es ist halt leider mein, es ist Teil meiner Welt, sind einfach Autos. Ich liebe Autos generell, alte, neue, was auch immer. Ich bin ohne Auto groß geworden, meine Eltern hatten keins. Ich habe erst mit meinem eigenen Führerschein das erste Auto in die Familie geholt, sozusagen. Und dementsprechend ist auch vieles von meiner Musik und vieles von meiner Kunst im Auto entstanden. Meine Stimme habe ich im Auto entwickelt, also diese ganze, dieser Mikrokosmos im Auto, der war für mich extrem wichtig. Xavier, kannst du noch dein Mikro ein bisschen näher an deinen, ja, du musst es nicht. Okay. Ey Leute, ihr macht mich fertig. Ich habe hier den Superstar und den muss ich jetzt hier irgendwie rumnerven, ja. Das kann ja auch nicht sein, aber du wisst ja auch, dass du von nein, willst. Ja. Ich rede so, oder was? Ja, so. Ja, das geht, ja. Du bist ja herrlich uneitel, muss ich ehrlich sagen, obwohl du einmal, wir haben vorher drüber kurz gesprochen, der bestangezogenste Mann des Jahres irgendwann mal warst, der bei Men's Health oder GQ oder irgend so eine Männerzeitschrift, ja. Lang ist es her, auf jeden Fall. Ja gut, aber du läufst immer noch cool rum. Xavier. Schneidersohn. Bitte? Meine Mutter ist Schneiderin, meine Mutter hat für die Beatles geschneidert früher. Geil, also ey, das ist ja auch, du hast mir ja schon angedeutet in Teamspeak, du hast auch eine krasse Familiengeschichte, das können wir vielleicht nochmal drauf zurückgreifen, aber jetzt, meine Lieben, jetzt, Xavier, gib mir eine Minute bitte, dann sage ich, wir gehen jetzt rüber zu D-Live und ich gebe euch nochmal den Link, meine Lieben, ja. Also die Leute im Chat feiern dich. Feiner Kerl, ich mag Xaviers Humor, ich mag Xaviers Art, Mann mit Rückgrat, Ton ist nicht so toll, okay, Xavier ist der Hit, aber man kann dich verstehen. Bester Typ, Xavier, bleib wie du bist, schön auf den Teppich geblieben und einen echten guten. Also die Leute, danke dir Xavier, das ist wirklich, die Leute drehen durch. Und wir sind 10.500 Leute auf D-Live momentan und bitte geht auf D-Live, weil wir in ein, zwei Minuten hier aus YouTube rausgehen und auf D-Live dann ein bisschen knackiger werden vielleicht. Wir wollen, es geht jetzt aber auch nicht darum, liebe Leute, nicht, dass ihr denkt, wir machen jetzt hier die Hauruck-Sendung und nachher können wir uns nirgendwo mehr blicken lassen. Also so ist es nicht geplant. Ja, wir wollen immer schön auf dem Teppich bleiben. Ja, ich kann mich eh nirgends mehr blicken lassen. Ich zieh dich jetzt mit rein. Ach du, das ist gar nicht so unangenehm. Es gibt Schlimmeres, als von Xavier Naidoo irgendwo reingezogen zu werden. Muss ich echt sagen. Leute, also noch einmal der Link rein in den YouTube-Chat und dann geht's weiter auf D-Live allein. Ja? So, dann wollen wir mal YouTube jetzt beenden. Liebe Leute, danke euch und kommt rüber. Es sind immer noch 3000 Leute. Kommt rüber auf D-Live. Ja? Mensch, die Leute sagen, du sollst einen Song singen, das können wir vielleicht nachher noch machen. Ich wollte dich damit nicht auch noch behelligen, aber ich gebe hier nur wieder, was die Leute von sich geben. So, 3, 2, 1 und YouTube ist jetzt abgeschaltet. Ja, okay, jetzt sind wir alleine auf D-Live, wunderbare Geschichte. Und dann kann ich dich gleich mal fragen, Xavier, mal allgemein gefragt, wie erlebst du, du warst ja auch auf jeden Fall in Europa, als es mit Corona anfing, oder? Nehme ich mal an, ja. Erlebst du diese Restriktionen, die ganze Argumentation, die Argumente dafür, die Gründe, die da angeführt werden für diesen Wahnsinn? Du hast es ja angesprochen, Leute verlieren ihre Existenz in jeder Branche und so weiter. Wie schätzt du das ein? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass die deutsche Polizei sich da so verhält, wie sie sich verhält. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie sich ähnlich wie vielleicht die Polizisten in Odessa oder andere, die man ja gesehen hat, Polizisten weigern sich, diese Maßnahmen gegenüber den Bürgern auszuführen. Das stimmt mich ein bisschen traurig.
Oh, jetzt haben wir Xavier verloren. Das ist ja nicht schön. Vielleicht kommt er auch gleich wieder. Hoffentlich. Wir sind 14.200 Leute auf T-Live. Xavier, wenn du mich hörst, du kannst mit dem Link auch wieder rein, wie gehabt. Ja. Jetzt hat es uns die Leitung verrissen. Gerade wenn wir hier anfangen, konkret zu werden, ist ja super. Ja. Dann bin wieder da. Ja, yeah, super, Xavier, coole Sache. Ja, Polizei, meinst du jetzt auch wegen den Demos, die abgelaufen sind? Oder generell, wie sie sich verhalten, den Leuten gegenüber? Nee, ich mag ja unsere Polizei und ich habe eigentlich da kein Problem, wenn die gewisse Dinge machen und so, aber ich bin für die Mädels und Jungs in der Regel. Ja. Aber hier, das stimmt mich ein bisschen traurig, dass man da nicht weiter sieht oder weiter blickt, wo uns das alle hinbringt und dass diese Maßnahmen vielleicht unbegründet auch sind. Ja. Es ist sehr kritisch, wo wir uns hier hinbewegen und ich bin ja der Meinung, okay, wenn wir uns in gewisser Weise verhalten sollen, dann ist es okay, dann machen wir das eine Zeit lang, aber irgendwann ist dann auch okay, weil wenn es nicht begründet ist und nicht gut begründet ist und fadenscheinig wirkt und viele, viele, viele Fachleute in Deutschland sagen, da stimmt was nicht. Und wir sollen alle so machen, wie in Mannheim wir sagen, wir wollen nichts wehr. Ja? Das ist unangenehm, ich mag das gar nicht. Ich mag nicht einen Mundschutz aufziehen, wenn kein Mundschutz gebraucht wird. Ich mag nicht Social Distancing, wenn kein Social Distancing gebraucht wird. Ich gehe sogar so weit, ich weiß, jetzt kommt der nächste Shitstorm auf mich runter. Ich weiß nicht mal, ob Viren überhaupt existieren. Ich gehe so weit und sage, ich weiß nicht mal, ob die Dinger überhaupt existieren. Wissen du auch nicht. Du hast vollkommen recht. Ganz genau. Ja, Es wird nur auf Antikörper getestet. Ja, der Virus wird nicht gefunden. Die Tests sind schlecht. Die Beatmungsgeräte sind scheiße. Also man kommt da, wenn man irgendwie in diese Maschinerie gerät, und da, glaube ich, hat auch jeder Angst davor, so ein bisschen, dass man auf einmal positiv ist und irgendwie, dann hört man von der WHO, die holen jetzt auch die Leute aus den Häusern raus, aus den Wohnungen raus. Familien, ja, genau. Mich holt keiner aus der Wohnung raus. Keines meiner Familienmitglieder wird aus der Wohnung rausgeholt. Niemand wird geimpft. Niemand wird irgendwas angetan. So viel steht fest. Und ich möchte friedlich bleiben, aber ich möchte nicht, dass gegen meine Familie oder mich mit Gewalt eine Zwangsimpfung oder was anderes vollzogen wird. Zwangsmaßnahmen, ja. Ja, schöne, klare Kante. Es geht natürlich auch, das war jetzt schon ziemlich konkret, aber es geht ja auch allgemein wirklich um meine Sorge, dass wir hier wirklich das ist die Richtung und die Entwicklung geht ja schon seit Jahren in eine totalitäre Geschichte reinrutschen, ja? Mit App, mit Überwachung, wir werden alle, ich meine, wir sind alle irgendwie eingesperrt, ja, wenn man so will. Es werden von Funk, dem YouTube-Kanal der GEZ hier, wir bleiben zu Hause und sind Helden, ja. Es ist jetzt ganz einfach, ein Held zu sein, indem du zu Hause bleibst. Ich meine, echt ein Kopfschuss. Und während wir dem Krankenhauspersonal teilweise zugucken, wie sie bei TikTok Tänze ausführen. Ganz genau. Oder Kurzarbeit. Aber Xavier, es ist gar kein Problem. Krankenhäuser gehen kaputt, machen Bankrott, gehen vor die Hunde, weil sie gar keine Bettenbelastung haben. Und ich finde das alles ein bisschen seltsam. Es ist komisch, aber ist die Rettung naht. Tausende von Ärzten sollen sich unter den Flüchtlingen befinden und unser Krankengesundheitssystem retten. Ja, da finde ich, da habe ich heute gesagt in der DÜ, und das muss ich echt sagen, das ist doppelt scheiße. Weil wenn es nämlich stimmt, wenn es stimmen würde, dann heißt es ist also Kolonialisierung at its best. Wir ziehen die besten Leute aus dem Land raus, aus den Ländern, die Gesundheitsversorger dort irgendwie gewährleisten oder zumindest anbieten können und sagen, ja, die sollen mal uns reiche Westler behandeln und was die da drüben, ob die da drüben verrecken, ist uns eigentlich auch egal. Also das ist ja irgendwie auch so eine Botschaft, ja. Denken die gar nicht drüber nach, ja, wenn es stimmen würde. Ja, das können wir ja nicht sagen, können wir ja nicht wissen, was für junge Männer da kommen. Also ich bin ja
war relativ offen, wenn das alles stimmen würde und wenn das tolle Menschen sind, die Deutschen lieben und die Deutschen ehren und das deutsche Land, die Gesetze und alle Menschen, die hier sind, ehren, dann habe ich damit kein Problem. Aber nee. Meistens ist es halt eben nicht so. Das macht mich dann auch nicht glücklich. Wie erlebst du denn, sagen wir mal, die Geschichte der Mainstream-Medien in dem Sinn, dass, also ich finde es langsam wirklich, nicht langsam, ich finde schon lange unerträglich, was für eine Regierungspropaganda da läuft und in deinen Medien, sag ich mal, da du warst jetzt viel im Fernsehen und bist im Showbusiness. Ich will da jetzt um Gottes Willen keinen Namen hören, aber ich würde mal gern wissen, weil du hast es mal angedeutet, da, sag ich mal, unter dem Deckel kocht es ja da auch ein bisschen. Da ist ja jetzt nicht jeder, schreit ja nicht Heil Merkel, oder? Wenn ich das so richtig verstanden habe. Also es gibt schon Leute... Schreit irgendjemand Heil Merkel in Deutschland? Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Also, gute Antwort, ja. Aber dass die Leute mitmachen müssen... Aber es kann sich halt nicht jeder erlauben. Genau. Das merkt man natürlich bei solchen medialen Produktionen generell, dass man natürlich da nicht über die Menge schlagen darf, weil sonst ist es halt nicht so gut. Aber das ist ja auch okay. Das ist ja in den meisten Plätzen so, dass man da vorsichtig sein muss, was man sagt und so. Da sind wir halt jetzt angekommen und jeder versucht sich damit zu arrangieren und ich habe mich halt eben dafür entschlossen, das nicht mehr zu tun. Ich muss jetzt nochmal fragen, Xavier, du hast es so abgeklärt uns erzählt damals, wobei ich das, wie gesagt, gar nicht glaube, dass es so ist. Ich glaube, siehst es zu pessimistisch oder zu schwarz, weil du gesagt hast, okay, mir war klar, auch als du die ersten Schnipsel deines einer von zwei Songs, glaube ich, war es, auf Telegram gestellt hast und die dann bei Twitter und überall viral gingen, da hast du ja gesagt, hey Leute, wenn die paar Sekunden die Leute schon zum Ausflippen und Durchdrehen bringen, dann möchte ich mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn das Album rauskommt, ja, weil da wird dann noch klarer gesprochen. Hast du da, wobei, wie gesagt, du hast gesagt, ja, ich weiß, damit ist meine Karriere zu Ende. Irgendwie, das halte ich für, ehrlich gesagt, verzeih mir den Widerspruch, aber das halte ich für falsch, das glaube ich nicht. Ja, jemand mit so viel Talent kann sagen, was er will und trotzdem wird er gehört werden und wird seine Fans haben. Und du redest ja auch keinen Scheiß, also jedenfalls nichts, was ich mitbekommen hätte. Und daher, ich glaube, dass... Klar, es gab hier schon einen Shitstorm mit diesen beiden Videosequenzen, aber ich glaube, du bist ein Teil von denen, die Leute wirklich aus dem Mainstream irgendwie rausholen können, ja, mit Informationen. Du hast halt das geile Medium, den geilen Transporteur, ja. Kommst ja aus einer ganz anderen Ecke ursprünglich eigentlich, ja, also aus dem Showbusiness sozusagen. Ein bisschen muss man es immer trennen. Also im Showbusiness und im Entertainment versuche ich eigentlich die Dinge nur und rein über meine Texte zu bringen. Das heißt, ich sage in den Konzerten nichts Politisches, das ist nur in den Songs drin oder manchmal sind die Songs nicht mal im Konzert dabei. Das heißt, eigentlich habe ich mir, als ich damals zum Beispiel vor dem Bundestag oder da beim Reichstag gesprochen habe, habe ich ja als Bürger versucht, dort zu sein. Ich hatte weder Bodyguard noch irgendwas, was ich ja sowieso nicht habe, aber ich war eigentlich alleine. Mhm. Ein paar Stunden später ist ein Kumpel von mir jetzt gekommen, der ist aus meiner Macht dazu gekommen. Und ich will diese Dinge als Bürger Naidu machen. Ja, mittlerweile habe ich mich von dem Begriff, von dem Namen Bürger wieder losgeeist, weil ich natürlich kapiert habe, dass Bürger heißt wir bürgen. Ich bürge nicht mehr, sorry. Aber ich möchte eigentlich nicht der Popstar oder der bekannte Sänger in diesen Momenten sein, sondern eigentlich der Mensch, Naidu, der sich ganz normal äußert, der nicht seine mediale Macht. Man hat diese ganzen Sachen ja nie bei mir im Internet, ich habe das ja nie bei Instagram oder bei Facebook, habe ich diese Sachen ja nie gepostet oder gesagt. Das mache ich ja alles jetzt erst. Ich habe also nie das vermischt. Ich habe versucht, natürlich in meiner Kunst musste ich gewisse Sachen sagen, weil ich das in meiner Kunst hatte, weil es auch oft mehr raus wollte in den Songs. Aber ich habe es vermieden, das zu vermischen. Und immer dann, wenn ich gewisse Dinge gemacht habe, wo ich dann Shitstorms geerntet habe oder was auch immer, die eben nicht innerhalb der Kunst waren, wie eben damals, als ich da gesprochen hatte,
Und auch da wusste ich ja nicht, dass ich sprechen soll, sondern ich wurde gefragt, ob ich was sagen möchte. Und das versuche ich dann als Bürger und nicht mit meiner medialen Macht zu reißen. Und auch jetzt mache ich es ja nicht mit meiner normalen Maschinerie, sondern ich komme zu euch, ich bin bei Telegram, die Leute wissen gar nicht, wo ich die Sachen poste. Ich fange auf ganz, ganz kleiner Flamme diese Sachen an, mhm, und fange eigentlich bei Null an, weil es jetzt hier um meine Meinung geht. Und die Leute, die zu mir ins Konzert kommen, die haben nicht dafür bezahlt, dass ich irgendwie politisch hier gerade was vom Leder lasse oder so, sondern die wollen entertained werden, die wollen ihre Sorgen vergessen und nicht von mir irgendwie da aufgeheizt irgendwelche Parolen. Also das finde ich eine super Einstellung. Das hat mich bei U2 genervt, ja, wo dann Bono anfängt, einen 20-minütigen Monolog zu halten, wo die Leute dann jubeln, egal was er sagt, ja, so ungefähr, ganz schlecht. Oder auch Herbie. Oh, eine kleine Störung. Jetzt haben wir dich wieder. Herbie. Nee, jetzt bist du wieder weg. Aber mal ganz cool bleiben. Ja, an der Stelle, liebe Zuschauer. Wird geknackt. Wo sind wir denn? Bei 15.4. Ja, liebe Leute, müssen wir kurz warten. Xavier kommt schon wieder rein. Da bin ich nicht. Und in der nehme ich mal zum Anlass, hier zu sagen, bitte geht auf den Follow-Button, der hier drüber ist, über dem... Halt, du hast keinen Ton. Kein Ton, Xavier. Ich habe keinen Ton von dir. Oder du kommst nochmal neu rein. Start nochmal neu und komm einfach nochmal neu rein. Dann kann ich noch ein bisschen labern. Alles klar, danke dir. Ja, wir machen nochmal neu. Ich habe keinen Ton von Xavier. Jetzt ist er raus. Alles klar, dann machen wir mal hier ein anderes Bild rein. Aber keine Sorge, er kommt wieder. Wir hatten das schon mal im Check. Und es ist kein Problem. Das ist unwichtig. Und das nehmen wir jetzt mal auf Twitter. So, liebe Leute, jetzt kann ich das nochmal zum Anlass nehmen, nochmal hinzuweisen. Bitte, was mache ich denn hier? Ja, hier oder was? Ja, hier. Und jetzt habe ich auch noch Zeit, ein paar Fragen zu sammeln von euch. Meine göttliche Regie hat da schon was zusammengestellt. Und Mods, ja, okay, Xavier ist auch auf Telegram, genau. Und ich habe gar keine Sorge, dass er wieder reinkommt. Wirklich, ich glaube, ihr kriegt es mit. Es ist einfach, ja, der Ton. Da bin ich jetzt leider auch ein bisschen, aber da kann ich jetzt nichts mehr machen. Ich höre ihn eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. Das kann er nicht sagen mit DSDS. Wir können ihn jetzt auch nicht alles fragen, liebe Leute. Geht mal lieber auf den Follow-Button währenddessen. Ja, das wäre... das Mittel der Wahl momentan, ja, während wir hier warten. Xavier macht es ganz cool und ich rauche eine Zigarette mit euch. Ja, so schaut's aus. Host me. Ja, super, jetzt haben wir dich wieder. Super, warte, da kommst du gleich wieder ins Bild. Geil. So, jetzt sind wir wieder beieinander. Xavier, ich habe ein paar Zuschauerfragen, wenn du erlaubst, aus dem Chat. Ja, da wäre einmal, wo habe ich sie denn? Wie siehst du den heutigen Zustand der Kirche? Du bist ja selber ein relativ religiöser Mensch und katholisch religiös oder nicht mehr oder nicht religiös. Nicht religiös. Ich bin nicht spirituell, religiös. Spirituell. Ja, auch nicht. Ich bin ein gläubiger Mensch. Spirituell ist mir auch zu hoch, zu viel. Ich glaube an einen Schöpfer. Ich glaube an meinen Schöpfer und Jesus ist mein Erlöser. Der hat mich zu diesem Schöpfer gebracht. Durch diese Tür bin ich gegangen und jetzt bin ich bei diesem Vater und da bin ich super gut. Gut, aber das hört sich ja schon so an, als ob du mit der katholischen Kirche gar nicht so viel am Hut hast. Nee, ich sage immer, ich bin der Katholik, ich bin der letzte Katholik, der den Laden abschließt und den Schlüssel wegwirft. Ah. Interessant, okay, da kommen wir ja gleich kommen wir schon dem ganzen Thema näher. Also da platzt dir auch, die Frage ist konkret, wie sieht er den heutigen Zustand der Kirche, platzt ihm dann nicht auch der Kragen? Schon lange, also ich habe das schon 2010, habe ich über die
Machenschaften der Jesuiten näher Bescheid gewusst. Ja. Erfahren und das hat mich sehr gestört, was ich da erfahren habe. Und da muss ich sagen, seitdem bin ich viel, viel aktiver geworden, mich zu informieren, kanonisches Recht, wer sind die Jesuiten, was dürfen die überhaupt und so. Meiner Meinung nach darf ein Jesuit überhaupt nicht Papst sein. Meiner Meinung nach ist Ratzinger immer noch Papst. Und der Jesuitenpapst Bergoglio ist, was auch immer er ist, aber er ist eigentlich nicht Papst. Jesuiten dürfen nicht Papst werden. Er hat noch die Stirn, sich Franziskus zu nennen, ja, nach dem Franziskanerorden. Das ist auch eine ziemlich geile Pointe an der Stelle, ja. Okay. Es gibt noch zwei Dunkelmänner bei den Jesuiten im Hintergrund. Das ist zum einen Hans Kolvenbach. Das wäre sozusagen der graue Papst vielleicht. Und der schwarze Papst heißt Adolfo Nicolas Pajon. Und das sind alles Figuren, da muss ich sagen, dass ich in der gleichen Kirche mit diesen Männern zusammen bin. Da gibt es ja noch etliche andere, die man da nennen kann. Ja, ja. Das passt mir alles nicht. Aber ich bin auch nie jemand gewesen, der sagt so, ich steige jetzt aus dem Verein, weil die geben mir alles auf und sagt, nee, bei mir ist es anders. Ich möchte die verklagen. Ich möchte eigentlich dafür sorgen, dass wir da aufräumen. So genauso wie Deutschland gucken muss, dass wir die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wieder gut machen. Und auch die Amerikaner, die Fehler, die sie den Deutschen angetan haben, dass das alles wieder gut gemacht wird. Und so ähnlich sehe ich das mit der katholischen Kirche auch. Ich bin nun mal in diese katholische Kirche geboren worden. Ich habe vieles von ihr mitbekommen. Ich habe auch gute Sachen mitbekommen, aber ich habe auch gesehen, dass das, was in Rom passiert, doch eher das Übel der Menschheit ist. Ja. Ja, da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich lange nicht so gesehen. Also da wurde ich lange irgendwie, war ich naiv und da warst du wahrscheinlich schon viel früher auf dem richtigen Pfad, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hatte den Vatikan nicht so als das Riesenmachtzentrum auf dem Schirm. Ja, und Reichskonkordat, die Deutschen müssen immer noch zahlen. Ja. Immer noch zahlen. Ja, Napoleon und ach Gott. Ja. Frage, was hältst du von Donald Trump? So ist er mir sympathisch natürlich, weil ich mag ja so Leute, ich mag ja auch den Dieter, ich mag Leute, die ihre Meinung sagen, ich mag Leute, die anderen Leuten auf den Sack gehen und sich dabei nicht schlecht fühlen, die einfach ihre Meinung, ich mag einfach Leute mit Meinung, ich mag Leute, die Kante haben, ich mag schrullige Typen, ich mag Nerds, ich mag einfach die ganzen Leute, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Und ja, Mr. Orange, Orange Man ist irgendwie, gehört auch dazu. Meistens, wenn sich alle möglichen Leute drüber aufregen, finde ich Leute eigentlich immer ganz interessant. Ich habe eigentlich so eine Devise gehabt, ich werde niemals einem amerikanischen Präsidenten über den Weg trauen. Mhm. Behalte ich jetzt eigentlich bei, obwohl er mir so eigentlich ganz, ganz sympathisch ist, obwohl natürlich die meisten Menschen genau das Gegenteil sind. Das spricht aber eher für ihn. Wer da gegen ihn ist, welche Fraktion, dann sage ich mir, das ist eher ein Argument, ihn zu mögen. Ja. Ich kann hier nur zitieren, mein lieber Xavier, verzeih mir bitte, es kommt die Frage, es ist ein bisschen blöd, könnt ihr solche Interviews mit Xavier öfters machen, es gibt den Menschen Kraft weiterzumachen, liebe Grüße Annette. Ja, also ich gebe das einfach mal weiter, Xavier, lassen wir das mal offen, aber ich sag mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, also ich finde es super geil heute, es fühlt mich total wohl, du bist einfach so ein angenehmer Mensch und so ein angenehmer Gesprächspartner und es ist keine verdammte Schleimerei. Ja, an der Stelle. Du doch auch. Danke. Ja, nein, Leute, da muss ich jetzt mal eine kleine Anekdote erzählen, die mich dann schon mit stolzer Brust hat Haltung, dann habe ich dann eingenommen, weil ich habe Xavier kurz erklärt, dass wir es mit hier im Warm-up und dann 20 Uhr kommst du rein und er sagt, hör doch auf, ich sehe doch deine Diös. Dachte ich, oh mein Gott, ja. Okay, aber jetzt. Er hat mir das erklärt, als wäre ich irgendwie Jahre nicht in Deutschland gewesen, habe keine Ahnung, was er da macht oder was. Natürlich, ich glaube, dass ich ihn tatsächlich von Anfang an schon. Sehr geil, macht mich wirklich froh und glücklich. Xavier, aber jetzt ein harter Bruch zu einer Frage, die ich dir stellen wollte. Ich weiß nicht, vielleicht willst du auch nicht darauf antworten, dann kann ich das natürlich respektieren, muss ich auch und werde ich auch respektieren, zu dem Video, wo du eigentlich gar nicht mehr dich im Griff hattest und einen Weinkrampf hattest, wo ich mir schon sagte, Mensch, das tut mir beim Anschauen schon irgendwo weh, ja, ganz ehrlich, ja, das war nicht gespielt, das war nicht irgendwie aufgesetzt, sondern das kam so echt und ehrlich rüber, dass ich mir dachte, oh Mann, was hat denn der gesehen, ja, so ungefähr, oder welche Informationen hatten der, die will ich jetzt auch gar nicht wissen.
Aber können wir das so zusammenfassen, dass du, auch weil du es öffentlich gemacht hast, das Video, dass du dir, also da, wie soll ich sagen, also das war so, dass du sagtest, ja, das passiert gerade, ja, und ich weiß es und es macht mich fertig, ja. Ich wundere mich nur, ich fand deinen Mut so toll, das rauszuhauen, fand es vom Oliver Janich auch noch toll, dass er sagte, schick noch ein Video hinterher, dass es dir gut geht, weil es war wirklich dann nicht klar, wie es dir danach geht, ja. Und ich fand auch toll, dass du deine Emotionen so öffentlich raustust und muss ich echt sagen, aber vielleicht willst du was dazu sagen, ich weiß es nicht. Also das war so, dass ich seit der Lockdown da überall begonnen hat, habe ich natürlich mich nochmal intensiver in die Recherche begeben und habe, wie soll ich sagen, also Pizzagate ist mir seit Anfang an bewusst, seit es in den WikiLeaks vorgekommen ist, seit man diese ganzen E-Mails da dekodiert hat und die Geheimsprache, diese ganzen Begriffe dekodiert hat. Ja. Also da habe ich mich damals schon vor 3 Jahren ziemlich reingekniet und habe da viel in Erfahrung gebracht, wie viele anderen eben auch. Und dann habe ich es aber wieder weg, weil natürlich kann man sich nicht die ganze Zeit mit sowas Furchtbarem beschäftigen. Das habe ich dann auch mal wieder ruhen lassen. Jetzt aber habe ich mich eben doch wieder da hineinbegeben und ich muss auch sagen, es sind nochmal sehr viele Details zutage getreten. Das hatte noch nichts damit zu tun, dass ich irgendwas vermutet habe, dass da Kinder gerettet werden, sondern ich habe einfach 1,5 Tage immer wieder, ich war mit meiner Frau in den Arm gelegen, weil wir immer wieder geweint haben, wie Schlosshunde. Wir waren einfach fertig. Ja. Fix und fertig. Und ich habe auch dann gewusst, okay, wenn ich diese Zeit jetzt rum habe, dann bin ich gestärkt. Dann gehe ich gestärkt, dann muss ich vielleicht hoffentlich nie wieder weinen und kann eher wie so ein Krieger mich mit der Sache auseinandersetzen. Aber vorher, es war zu viel. Es war einfach, ich sag dir trotzdem ein kurzes Detail, was ich geschaut habe. Ich habe ein Video, vermutlich, man weiß ja nicht, ich will ja nicht sagen, das ist so, aber ich habe trotzdem eine Duschfolter an einem Kind, ich habe das nur gehört, wie sozusagen einer der Podesta-Brüder vermutlich, oder wie sagt man im Deutschen, allegedly im Englischen sagt man, ja, eine heiße Dusche auf dieses Kind, also dieses Kind wurde brühend heißem Wasser geduscht und er hat ständig immer irgendwas von dem Kind gefordert. Es soll seinen Namen sagen. Und so. Furchtbar! Furchtbar! Also ich war fertig, ich war einfach, ich konnte nicht mehr. Und das, was soll ich sagen, es hat mich einfach zerrissen, immer wieder zerrissen, diese Sequenz. Und dann eben noch diese Sequenz von jemandem, der sagt, er ist mit einer Schwester, die im Krankenhaus da eben arbeitet und dass es vielleicht tatsächlich so ist, dass Kinder befreit werden. Ja. Und dann habe ich eben gedacht, okay, jetzt bin ich so aufgelöst und ich habe da mein Ding vor mir stehen sehen und habe gedacht, okay, vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich so aufgelöst, wie ich jetzt bin, auch wenn das natürlich von vielen benutzt werden wird, um mich irgendwie aussehen zu lassen, als wäre ich wirklich jetzt am Ende und jetzt völlig die Nerven von, habe ich gewusst. Es wird hoffentlich so einen Impact haben, dass hoffentlich die Mütter von Kindern, die Väter von Kindern, dass sich noch mehr Menschen mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das Schlimmste ist ja nun wirklich seit zig, zig, zig Jahren, und ich mache das ja nicht erst jetzt, sondern ich habe ja auch schon 2012 und auch davor schon Songs rausgebracht, ja, wo das Thema behandelt. Was soll ich mehr machen? Ich kann ja nicht, wo soll ich denn hin? Man kann niemanden anzeigen, niemand will den Kindern glauben, denen das passiert. Es war mir immer klar, dass das ein ganz, ganz ein großer Langläufer wird in meinem Leben, dieses Thema. Mhm. Und ich habe aber, wie gesagt, ich habe mich selbst noch nie so erlebt, dass es mich so zerrissen hat, dass ich so berührt war, dass ich so danieder war, dass ich gedacht habe, okay, jetzt ist einer der schwächsten Momente in meinem Leben, aber vielleicht kann ich dadurch was erreichen. Ich drücke jetzt einfach mal auf Aufnahmen. Fertig. Toll, Respekt, wirklich, an der Stelle.
Wir werden sehen. Also ich bin ja auch eher, tendiere ja eher dazu, dass an der Q-Geschichte, ich sag's mal ganz allgemein, was dran ist. Und an der ganzen Pizzagate-Geschichte ist auf jeden Fall was dran. Das sage ich mal. Das ist jetzt getrennt. Ja, also Pizzagate schwelt seit 10 Jahren oder was. Ja, Epstein damals schon verurteilt. Danach trifft sich Gates mit ihm und so weiter. Ja, und mit anderen. Es gibt zwar auch ein Foto mit Trump, aber das war eine andere Gelegenheit. Das war wirklich nur eine Party, aber nicht irgendwie. Es gibt keine Verbindungen zwischen Trump und Epstein. Also wenn wir der Sache glauben dürfen, dann hat Trump den Epstein, weil in Mar-a-Lago hatte Epstein ja damals schon so die Tochter von einem Gärtner angesprochen. Und auch als der Trump das rausbekommen hat, so ist meine Information, hat er den Kontakt komplett abgebrochen zu Jeffrey Epstein. Und ihn rausschmeißen lassen, glaube ich, auch aus dem rausschmeißen Resort. Lassen. Ja. Und sogar gegen ihn ausgesagt in irgendwelchen Prozessen oder irgendwelchen, also er hat sogar irgendwie seine Zeugenaussagen. Ja. Also ich meine, man muss vorsichtig sein, Xavier, auch Trump, hast du ja vorhin auch gesagt, du würdest nie einem amerikanischen Präsidenten trauen, bei Trump würdest du es dir überlegen, aber auch nur überlegen, ja, weil wir dürfen auch nicht schauen, wir müssen auch, ich meine, es ist nicht so, geht dir das nicht auch so, dass man dann auch aufpassen muss. Einmal finde ich das toll, dass du gesagt hast, die Erfahrung habe ich bei, ich habe eine Sendung zu Epstein gemacht und habe mich da auch mal ein bisschen recherchiert und mit Andreas, meinem Mitarbeiter damals und heute auch noch Redakteur, und wir haben beide gesagt, lass es mal ruhen, ich komme schlecht drauf, das ist einfach zu viel, wir müssen aufpassen, wir ziehen uns den Dreck rein ohne Ende, ja. Und da müssen wir, das muss man dosieren, das muss man irgendwie, das darf man jetzt nicht nur damit beschäftigen. Aber hast du nicht auch manchmal, wie soll ich sagen, Zweifel, dass man sagt, Mensch, man muss aufpassen, dass man nicht hinter jedem Busch eine Verschwörung sieht, ja? Also hinter den Busch generell sehe ich schon eine Verschwörung, aber hinter jedem grünen Busch nicht so sehr. Aber ich weiß, was du meinst. Und das ist natürlich auch nicht mein Anliegen. Und außerdem gehe ich mit sehr viel, sehr offen und mit sehr viel Liebe an die Themen. Ja, also ich bin... Wie soll ich sagen, ich lasse mir die Laune nicht verderben. Ich fühle mich, als wäre ich gemacht dafür. So. Also das ist bei mir auch irgendwo, dass es bei mir gut aufgehoben ist, sage ich mal so. Und dementsprechend, ich lasse die Sachen laufen. Ich habe keine Angst. Das ist das Wichtigste. Mein Glauben befähigt mich dazu, angstlos in jede Situation zu gehen. Wenn mir jemand übel will, dann hat er ein eigenes Problem. Nicht ich habe das Problem, sondern derjenige, der mir Böses für das Problem. Das ist so meine Philosophie. Meine andere Lebensphilosophie ist, die gebende Hand wird nie leer. Also auch da fühle ich mich abgesichert. Ich fühle nicht, dass mir diese Dunkelmächte irgendwas zuleide tun können. Sie haben auch keinen Zugriff zu mir. Ich habe mit ihnen nie irgendwas zu tun gehabt. Ja, ich glaube, keine Verträge. Menschen, ja. Viele Menschen, die dann, wo man sagt, okay, die wurden umgebracht oder die haben sich selbst umgebracht, aber dann vermutet man, dass es doch jemand anderes war. Ich glaube, dass oftmals solche Menschen auch eben doch zu diesen Verbindungen da rein hatten, dass man sie eben nicht gehen lässt. Das war aber bei mir nie der Fall. Ich habe nie dazugehört. Ich wollte auch nie generell nicht mal richtig zu dem Business gehören. Ich hab immer mein eigenes Ding gemacht. Jetzt nochmal eine schöne Geschichte, finde ich, sollte ich dir vorlesen, von Iceman 80. Ich habe meiner Frau damals einen Antrag gemacht auf seinem Konzert in Hamburg, zeitgleich zu seinem Hochzeitstag, und sie hat angenommen. Ja, besser geht's ja nicht. Läuft, würde ich sagen, ja. Wow. Also es ist doch ein schöner Moment. Das finde ich toll, wenn Leute dich mit einbeziehen, sage ich mal, in ihr Glück, ja, wenn man so will, in ihre Liebe, ja. Und es war auch. An der Stelle sage ich natürlich auch an meine wunderbare Frau Julia nochmal vielen, vielen Dank. Sie ist die Beste, sie unterstützt mich, sie ist einfach der Hammer. Ohne diese starken Frauen in unserem Hintergrund würden wir wahrscheinlich nur halb so gute Arbeit. Kann ich nur bestätigen, ja. Wir machen uns ja gerne mal lustig über die edlen Wesen, aber es geht nicht ohne sie, ja, definitiv, sehe ich auch so, ja. Danke für den Gruß, es ist schön, dass du das auch noch hier unterbringst. Sehr gut, Xavier, der Herr schützt und behütet uns, Halleluja, Rudy Backwood, ja, also da sind wir doch schon in der richtigen Liga, sage ich mal. Hättest du, also ich verstehe das so bei dir, du konntest gar nicht anders,
als zu sagen, ich jetzt hier rauszugehen seit ein paar Monaten, seit ein paar Wochen. Und ich meine nicht jetzt, du warst ja schon auf dieser Reichsbürgergeschichte und hast vorher auch schon dich provokativ... Was ja gar keine Reichsbürger waren. Ich habe ja damals schon den Fehler gemacht, das überhaupt in den Mund zu nehmen, dieses Wort Reichsbürger. Ja. Es sind Systemkritiker, es sind Menschen, gelaufen. Die nicht ja, ja. glauben, dass Deutschland souverän ist. Ich muss da den Rüdiger in Schutz nehmen, es sind keine Reichsbürger. Ja, der sagt ja hier Entnazifizierung. Um die Entnazifizierung muss es gehen. Sehr gut, richtig. Ja, genau. Das ist noch nicht abgeschlossen, richtig. Ja, ganz genau. Ja. Moment, ich habe noch eine Frage. Wie war denn deine Inspiration zu dem Song Dieser Weg? Gab es da irgendwas für dich das privat? Das habe ich für mein Patenkind geschrieben. Ja. Und da wollte ich eben, weil ich wusste, okay, wahrscheinlich werde ich nicht so eine große Rolle, weil ich einfach nicht die Zeit haben werde, der normale Patenonkel. Ja. Ich mache mir mal Mühe und versuche ihm ein Lebenslied zu schreiben, dass er immer dann abrufen kann, wenn er es braucht. So sehr geil. Lied in die Welt. Tolles Geschenk. Aber ich habe es nicht mal für mich geschrieben zu dem Zeitpunkt, sondern ich habe es eigentlich für die Yvonne Katterfeld geschrieben, ehrlich gesagt. Ach, die, also für sie, sie sollte das performen. Wir haben damals eine Song-Session gehabt, da war sie gar nicht bei uns und wir haben einfach im Vorfeld schon mal Songs geschrieben. Und ich habe eigentlich gedacht, ich schreibe einen Song für die Yvonne Katterfeld, ehrlich gesagt. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das wird irgendwie alles zu persönlich. Ich muss es doch persönlich machen. Okay, verstehe. Ja, aber ich wollte nochmal zurück, das habe ich noch nicht zu Ende gefragt, dass du auch, glaube ich, jemand bist, der so in sich auch ruht und so von sich auch mit sich auch im Reinen ist, sage ich mal, und auch vielleicht ein bisschen Gerechtigkeits-Fan bist, sage ich mal, dass du gar nicht, es hätte dich wahrscheinlich zerrissen, wenn du das Maul gehalten hättest und weiter Business und schön und hallo Leute und heute singe ich mal wieder was oder wie, oder ich mache ein Konzert oder wie auch immer. Das hättest du wahrscheinlich gar nicht machen können, oder? Kann es sein? Hat dich auch die ganze Karriere über irgendwie ein bisschen immer, warst du immer auf so einem Grat, ich mache Musik, das liebe ich, gar nicht Karriere, sondern einfach Musik machen und gehört zu werden, ja? Und auf der anderen Seite, ich verbrenne mich. Also ich wusste, dass ich mit dem, was ich mache, irgendwann auf Kollisionskurs bin. Also das war mit vielen Texten mir schon klar, mit vielem, was in mir schlummert, war mir das klar, dass ich mit diesem System irgendwann clashen werde. Deswegen war es für mich jetzt auch kein Problem, dass es dann halt auch so kommt, weil ich mich ja mehr oder weniger mein ganzes Leben auch die ganze Karriere auch irgendwie darauf vorbereiten konnte. Dass, wenn es hart auf hart kommt, bleibe ich mir treu und werde lieber alles verlieren, als irgendwie so weitermachen. Also finde ich wichtig, dass die Leute, die Zuschauer das auch wissen, wir sind übrigens 15 oder 14.000 auf D-Live, ja, das ist mein absoluter Rekord, Xavier, echter Buddy. Meiner ja. auch. Meiner auch. Ich guck ja sonst auch nur immer dir zu auf die. Ach, jetzt hör mal auf. Nein, die Leute sind begeistert. Ja, Xavier lebt, also hat natürlich einen wahnsinnigen Bezug zu seiner Heimatstadt Mannheim. Das kommt hier nochmal raus. Und wie würdest du, sagen wir mal so, was erwartest du dir jetzt? Glaubst du, dass die Deutschen, da will ich jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen, nochmal die ganze Lockdown-Geschichte, diese ganzen Einschränkungen und was uns erzählt wird und was die Mainstream-Medien Regierungspropaganda rausballern, bis der Arzt kommt und so weiter. Was ich für ein Problem damit immer habe, ist mittlerweile, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht ungerecht werde, aber muss schauen, dass ich nicht zunehmend genervt bin von den Deutschen. Ja, ich liebe das Land, ich bin Deutscher, ich habe deutsche Familiengeschichte und alles. Also bei mir ist wirklich, das ist meine Heimat, ich bin zwar ein halber Österreicher, aber ganz ehrlich, Deutschland ist schon mein Land. Und ich denke mir, wann hören die auf, diese Scheiße sich reinzuziehen? Du darfst nicht vergessen, dass das Volk und die Deutschen schon seit vielen Jahren unter Massenhypnose stehen. Ja. Das ist schwer zu brechen. Ja, also diese Dinge, ich meine, wer Bernays kennt, der weiß, wie alt diese Mechanismen sind.
die da angewendet werden. Ja. Man darf nicht vergessen, es wurde wie viele Jahrzehnte an unseren Hirnen geforscht. Die wissen ganz genau, wie wir uns verhalten. Emotionen, Gefühle und so weiter. Ja, ja. Mhm. Alles, alles. Die wissen auch alles über Google, was wir für Suchbegriffe eingeben. Also die kennen uns besser, als wir uns selbst. Ja. Das heißt, man muss, es ist auch immer wieder mein Credo natürlich, man muss wirklich Geduld haben mit den Menschen. Man darf nicht durchdrehen, weil andere Menschen länger brauchen, als man selbst für den Sinn. Jeder so gut er kann, sage ich eigentlich da immer. Und mir fehlt es an Liebe, mir fehlt es an wirklich an Nächstenliebe der Deutschen für sich selbst. Ich kann immer gut verstehen, wenn wir Migranten die Deutschen auf die Deutschen ein bisschen herunterschauen, weil sie geben ihre Eltern in die Altersheime, mhm, sie stehen nicht zu sich, sie helfen sich nicht, sie haben keinen verleugnen ihr Land zueinander. Ja. Verleugnen sich selbst. Der Selbsthass ist, glaube ich, in Deutschland größer als in jedem anderen Land. Brutal. Oder der. Und ich bin nicht gegen Flüchtlinge, ich bin nicht gegen Migranten, wie denn auch. Aber ich bin für die Deutschen. Und ich mag nicht Ungerechtigkeit. Ich bitte jeden Migrant, jeden Flüchtling, sich den Hutenplan, den Morgenthauplan, den Nizza-Plan, den Hoffmann-Plan, sich diese ganzen Pläne zur Vernichtung der Deutschen und Deutschlands bitte anzusehen. Und ob man sich dann gut fühlen kann, gegen die Deutschen zu sein. Ich habe eine kleine Anekdote. Mein Vater, wie viele wahrscheinlich andere Migranten es auch kennen, mein Vater hat bei Nationalmannschaftsspielen oftmals für die Mannschaften gehalten, die gegen Deutschland gingen. Mhm, mh. Außer dann war es irgendwie dann halt nur noch Deutschland übrig oder so. Dann hat er für die Deutschen. Aber er war oftmals nicht für die Deutschen. Es war so schlimm für mich. In diesen Momenten habe ich meinen Vater fast gehasst. Weil kann ich verstehen. Das nicht verstehen konnte. Kann ich verstehen. Ja, ich konnte das nicht verstehen. Wie kann der nicht für die Deutschen sein? Und natürlich, er war für die Underdogs. Er wusste, die Deutschen sind ja immer übermächtig. Das habe ich alles später erst verstanden. Aber ich habe mich im Ausland, als wir in Südafrika in Urlaub waren oder wo auch immer, ich war ja immer der Dunkelhäutige, der aus dem Deutschland gelebt hat. Ich war auch immer der einzige Dunkelhäutige da in Mannheim, in meinem Heimatort Beispiel. Und wenn Leute gesagt haben, oh, das ist schon scheiße, oder it's shit to live in Germany, right, because all of these Nazis und so. Ja. Was für Nazis, von was redest du denn? Du hast doch gar keine Ahnung. Du lebst in Ghettos hier in Amerika. Ihr habt Probleme. Ihr wisst gar nicht, wie die Deutschen drauf sind. Die Deutschen sind nicht so, wie ihr sagt. Tja, ich reg mich auf. Also ich habe immer über solche Sachen aufgeregt. Das ist tief in mir verankert. Diese Ungerechtigkeit den Deutschen gegenüber, diese Überheblichkeit. Natürlich waren die Deutschen auch oft uns gegenüber überheblich, arrogant, belehrend. Und das wird dann vielleicht auch oft falsch eingeschätzt. Und man ist vielleicht auch oft in der Unterzahl. Wie oft wurde ich Neger genannt? Wie oft wurde ich an die Wand gestellt? Bimbo, man hat mir in die Hand gespuckt, man hat mir ins Gesicht gespuckt. Ich hätte wirklich guten Grund, Weiße und Deutsche zu hassen, aber das ist mir nie in den Sinn gekommen. Meine Mutter, ich hab ein kleines Interview mit meiner Mutter gemacht, weil sie ja die Apartheid tatsächlich am eigenen Leib in Südafrika von Weißen erlebt hat. Sie ist hierher gekommen und hat niemals auch nur einen Tag irgendeinen Deutschen dafür verantwortlich gemacht, was ihr in Südafrika von Weißen angetan wurde. Mein Vater hat in jüdischen Goldminen gearbeitet, schwerst gearbeitet, wurde auch misshandelt. Er hat niemals eben einen Judenhass entwickelt. Oder? Und auch ich nicht. Im Gegenteil, ich müsste ja eigentlich, mein Rassismus müsste ja ganz klar gegen Weiße gehen. Und das kommt mir nicht in den Sinn. Nee, also wirklich. Deswegen, ich verstehe natürlich, dass viele, viele Migranten und Flüchtlingsnachkommen oder Flüchtlinge selber befremdet meine Texte da hören. Aber mir geht es tatsächlich darum, Menschen, die die Deutschen nicht respektieren, nicht lieben, dieses Land nicht lieben, die Sprache nicht lieben. Ich kann das nicht schätzen. Ich kann es nicht schätzen. Ich glaube auch nicht, dass unser Schöpfer das gut findet, wenn man ein Volk, das am Boden liegt, noch tritt. Ja. Ja, ne, toll. Also das kann ich alles hundertprozentig unterschreiben. Das ist meine Meinung. Wo hast du die her? Warum hast du die jetzt mir abgenommen? Ne, wirklich, würde ich jetzt sagen, ja. Also mit diesem, aber weißt du, da kommen wir jetzt in die Diskussion, da muss ich noch ganz kurz anschneiden. Das habe ich mich immer gefragt, wie blöd sind die eigentlich, diese Leute, die Grünen und hier Habeck ist voll kotzt mich an und so weiter und auch Deutschland verrecke und diese ganze Geschichte. Wie kann man von einem Migranten
erwarten, dass er sich integriert und Deutschland liebt, wenn er mitbekommt, dass die Deutschen selber sagen, am liebsten wäre, wenn wir in Deutschland verschwinden würden. Ich meine, das ist wirklich krank. Ja, also das ist. Gut, das ist die kolportierte Meinung. Das ist das, was sozusagen den Weg in die Medien findet, diese Meinung. Ob das wirklich so ist, ich glaube, wir wissen beide, dass das eher nicht der Fall ist, dass der Deutschland-Hass hier in Deutschland überwiegt. Ich glaube, dass die Leute nicht ganz wissen, wie sie sich da stellen sollen oder wie sie sich zu positionieren haben mit der Vaterlandsliebe und so. Kann ich ja alles verstehen mit der Vergangenheit, die Deutschland hat. Aber wenn jemand wie ich sagt, es ist okay und passt auf, ja, ich komme aus einem Land, also meine Eltern kommen aus einem Land, da ist die Apartheid, rassistischer wird's nicht mehr, als wegen deiner Hautfarbe-Kategorie. Du bist ganz dunkel, du bist ganz unten. Du bist ein bisschen heller, du bist ein bisschen besser. Ein bisschen heller noch ein bisschen. Also ich meine, besser als ich das oder krasser als ich das erlebt habe, weil ich habe ja Urlaub gemacht in Südafrika, als ich klein war. Ich war verstört. Ich war verstört bis zum geht nicht mehr. Toiletten nur für Weiße, Treppen für Schwarze, Busse nur hinten sitzen. Ja. Das habe ich alles gesehen. Kilometer, hunderte von Kilometern kam mir vor als kleiner Mann, sind wir an den schönsten Stränden vorbei. Xavier, wenn du uns... jetzt kommst du wieder. Da gab es noch mal wieder eine kleine Leitungsstörung. Kommst du wieder? Wir wollen jetzt noch nicht... Also gut, Leute, dann können wir hier noch mal... Xavier kommt gleich wieder. Hoffe ich. Ja, ihr seid begeistert und ich auch. Es ist so ein cooler Typ. Und er wird wiederkommen. Da bin ich mir ganz sicher, wie schon jetzt zweimal. Ich weiß mit dem Ton, Leute, es ist anstrengend, aber wir können es jetzt nicht mehr ändern. Wir versuchen das, wenn wir wieder mal zusammenkommen, das vorher nochmal zu verbessern, zu optimieren quasi. Und jetzt hat es der VS endlich geschafft, die Leitung vom Xavier irgendwie abzuknapsen. Ja, das nächste sind wir dran. Ja. Wir danken euch alle und mein Team und ich für diese geilen 15.600 Zuschauer. Er kommt gleich wieder. Macht euch keinen Kopf. Da schwitzt jetzt der DC. Ich habe hier 15.000 Leute, mein lieber Xavier. Oh Gott. Nein, Hilfe. Also gut. Was machen wir denn jetzt? Jetzt warten wir auf den Xavier einfach. Ja, das wird ganz einfach. Kahane sitzt auf der Leitung. Bitte macht öfters was zusammen. Ja, danke, Leute. Das ist so ehrlich voll cool. Vergesst den Tonscheiß, hier geht es um Inhalte. Danke. Heute echt Cobra-Klasse. Danke. D-Live fast 16.000. Ich krieg die Krise. Hammergeile Aussagen. Nein, wir warten auf Xavier. Ich mach doch jetzt nicht Schluss, wenn du nicht wahnsinnig. Ja, wie blöd muss ich denn sein? Ja, ja, ich rauche eine. Ich rauche eine mit euch und wir lassen das mal sacken, was der Naidu Xavier da so von sich gegeben hat. Meine Freundin wünscht sich einen Xavier-Kanal. Er ist wirklich cool. Er ist wirklich cool. Richtig geile DÜ. Danke. Das ist die beste DÜ ever. Danke euch. Bin auch froh, weil ich mich so wohlfühle und es ist so geil mit euch. Ich schaue auch so mit einem halben Auge auch mal in den Chat. Hier Gelegenheit wahrnehmen. Hier über diesem Logo ist der Follow-Button auf dem Desktop, auf der Map? Hä? Auf der App sind es, ist es glaube ich unten, also irgendwo habt ihr diesen Follow-Button auf der App. Ich bin natürlich aufgeregt, klar. Ja, und deswegen rauche ich. Kommen wir zum Hauptcast quasi. Was, frage ich mal bitte, ob wie viele Promis... Ja, das, er kann natürlich jetzt hier nicht irgendwelche Namen nennen. Das wäre zu viel verlangt. Ja, ja, ich mach's bitte an.
den Wasser einschenken, ein bisschen irgendwie Zeit. Xavier, servus, super. Konntest du eine Werbeunterbrechung machen? Ich habe eine Werbeunterbrechung gemacht, ganz easy, ja, für Cookie Dent und was war es noch, irgendwie in Bormann oder so. Autowachs, du musst dir irgendeine Swissöl oder sowas. Ja, richtig, richtig, natürlich, Auto, Tuning und Pflege, ja, ganz genau. Xavier, die Leute flippen aus, nur mal so nebenbei. Jetzt mal eine Frage, ich schließe es aus dem Chat vor, ich weiß, es ist ein bisschen tricky, könntest du dir vorstellen, eventuell, ich weiß nicht, ob du ein bisschen über die Musikszene der Patrioten, ich mag das Wort eigentlich gar nicht so gern, aber das ist halt so der Oberbegriff für unsere Kanäle, mal vielleicht auch mit Chris Ares oder Prototyp, falls die sind Hip-Hopper, Deutsche, die also eben nicht... Also links. Mit Chris Ares stehe ich sowieso im Kontakt. Das siehst du, geht doch. Super. Und ich mag ihn auch. Von dem her ist alles möglich. Ich denke, jetzt haben wir erstmal ein paar andere Sachen zu erledigen. Dann okay, dann musikalisch gehen. Ich eine Frage noch, wie kam denn eigentlich die Zusammenarbeit mit Andreas Gabalier zustande? Ja, der war ja bei Sing Mein Song. Wir haben uns einfach super gut. Die Sendung habe ich nicht gesehen. Sing Mein Song fand ich nämlich, ich habe nicht alles gesehen, das fand ich eine schöne Sendung. Also schönes Konzept. Mhm. Damals mit dir. Ja. Ich weiß, es ging dann irgendwie ein bisschen ungut auseinander, glaube ich, aber ist ja auch egal, warum wir jetzt nicht drüber reden. War das so? Nee, war okay. Gut. Ich habe es dreimal gemacht, ich konnte das nicht mehr machen, weil es einfach nach Südafrika reisen und so, das war mir einfach zu heftig. Ja, das war ja diese Location, ja, ich weiß genau, das war aber schön. Also habt ihr euch so gemütlich gemacht. Absolut. Heute. Absolut. Sag mal, die Leute, also gut, das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht machen können, aber ich kann es nur wiedergeben, die Leute fordern einen Xavier Naidoo-Kanal. Ja, möglichst nicht auf YouTube, vielleicht auch, aber vielleicht auf D-Live oder so, dass du mal... Ich hatte ja mal ein Album, das hieß ja Telegram für X, deswegen habe ich das auch so treffend gefunden, dass diese Plattform, die jetzt sozusagen dazu beiträgt, dass ich... ja so Sachen machen kann, dass die eben Telegram heißt. Telegram für X habe ich ja gemacht. Da war ja auch das schöne Chemtrail X drauf damals. Schon, ja. Oder wann. Und also für mich ist das irgendwie auch Fügung, dass jetzt Telegram irgendwie so eine Plattform ist, wo man dann auch irgendwie seine Meinung sagen kann. Da kommt noch die Frage direkt zum Thema. Frag Xavier mal, ob er auch einen Diskussionskanal auf Telegram einrichten kann. Also da kann ich nur sagen, und warte ganz kurz, es gibt schon diese Fanpage, wo Xavier auch selber drin ist, also Fan-Kanal, offiziell. Ja, ich klinge mich hier und da so ein bisschen an. Ich bin ja eher so technisch nicht so versiert. Ich habe bis letztes Jahr, als ich mit dem Olli da in Kontakt getreten bin, noch nicht mal eine E-Mail abgeschickt jemals oder jemals empfangen oder irgendwas, SMS, und das kann man alles bei mir vergessen. Das heißt, ich mache das jetzt vielleicht eine Zeit lang und dann, wenn ich denke, jetzt ist auch wieder gut, dann bin ich wahrscheinlich wieder raus, weil das ist nicht meine Welt. Ja, verstehe. Aber gönn mir bitte diesen einen Ruhm-Moment, diese eine Sekunde Ruhm, dass ich, ja, der kleine YouTuber, der drittklassige Herrn Naidoo und Herrn Janich wieder zusammengebracht habe. An den Janich ist nicht so einfach ranzukommen. Der schmeißt dann auch mal hochkant vor die Tür. Ich musste so lachen. Xavier sagt im Teamspeak, hey Alter, ich habe 500 Euronen gelatzt und der schmeißt mich direkt aus seinem Chat. Und dann meint er noch, richtigerweise werden es ja auch nicht so viele Leute gewesen sein, die da 500 Euro pro Jahr da irgendwie rausgeknallt haben. Ja, fand ich sehr cool, ja, weil auch für dich sind 500 Euro, glaube ich, immer noch nicht die 5 Pfennig für mich, ja, das glaube ich einfach. Ich habe mit der Kreditkarte meiner Frau gezahlt, weil ich selbst keine habe. Also von dem her. Also Xavier Naidoo, den musst du nicht mehr bekehren, Bargeld loszubezahlen. Das gibt's bei dem gar nicht, ja. Außer im Internet vielleicht, ja. Genau. Xavier, Album ist natürlich noch die Frage, die Leute beschäftigt. Wie hast du dir das gedacht? Die Songs sind, glaube ich, nahezu fertig oder veröffentlicht? Viele Songs sind komplett fertig, aber jetzt habe ich ja noch ein paar Ideen. Zum Beispiel dieses Wohnhaft in Deutschland. Aktuell, ja. Da habe ich noch so ein paar andere Ideen, die sich jetzt so entwickelt haben. Das ist ja passiert natürlich jetzt in so einer Zeit, dass
man da noch einiges aufschnappt, was irgendwie passt. Mal schauen. Also ich bin offen. Ich habe aber auch schon genug Sachen. Es geht eigentlich nur darum, das Zeug hörbar zu machen. Da kannst du jetzt aber noch keine konkreten Geschichten erzählen, wie du das dir gedacht hast. Weil es kann ja nicht ewig rumliegen, das wird nicht besser. Also von der Aktualität. Nee, tatsächlich. Also die Frau Merkel muss schon noch so lange an der Macht bleiben, wie die Songs rauskommen. Warte, ich rede mal mit ihr, ja. Ich hab sie vom Thron gestoßen mit den Songs. Ja, richtig, das müsste getimt werden. Sehr schön. Das fände ich angemessen an der Stelle, ja. Du hast wirklich, die Leute sagen wirklich, sie sagen, du sollst was singen. Ich weiß nicht, ob ich dich damit nerven kann, ja. Wisch die Tränen weg. Ah, ja, das scheiße, ich kann den Text noch nicht, sonst hätte ich den jetzt so gerne gesungen. Warum habe ich den vielleicht hier liegen? Ich schreibe ja hier die ganze Zeit über. Was ist das? Ist das was Neues? Nee. Vergebt mir, ich bin leider nicht im Vortragemodus. Das machen wir das nächste Mal, Xavier, würde ich sagen. Genau. Du hast nicht gesagt, dass ich irgendwas singen soll hier, sonst hätte ich das vielleicht vorbereitet. Es kommt von den Leuten, ja. Du bist ein Mensch, der, glaube ich, auch, wie soll ich sagen, ich will da auch nicht dich in irgendwas, wo du dann sagst, naja, ich mach's jetzt, aber eigentlich will ich nicht oder so. Ich kann natürlich von den Sachen, die ich hoffentlich doch auswendig kann, wie dieser Weg oder so, kann ich natürlich machen. Ich wollte gerade sagen, dieser Weg, ein kurzes Stück. Passt der vielleicht in die Zeit ganz gut. Bitte. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Oh, Xavier, wirklich, deine Stimme, dein Timbre, ja, wirklich, nein, ehrlich. Gelernt ist halt gelernt. Ja, du bist ausgebildet, ja? Nee, überhaupt nicht. Aber gelernt durch die Erfahrung, durch Chor. Also ja, alle wirklich. Eltern, die gerade zuhören, wenn ihr wollt, dass eure Kinder musikalisch hochtrabend vielleicht sich irgendwann da draußen meistern, die Welt meistern können, bringt sie in Chöre, bringt sie ganz früh in den Chor. Das ist Stimmbildung, das ist Atemtechnik, ohne dass man es überhaupt merkt. Richtig, du warst im Gospelchor, habe ich gelesen, gell? Kinderchor, Kirchenchor habe ich geschafft, irgendwie nicht reinzubissen, da war meine Mutter immer drin. Und Männergesangsverein, also auch deutsches Liedgut, anderes. Also ich habe das alles verinnerlicht. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz fragen, die Leute wollen es wissen, wegen Andreas Gabalier, da habt ihr diesen tollen Meinung haben, ein super Song, super performt, ich habe das Live-Video gesehen, super geil, wirklich, ja, also ihr habt auch wunderbar harmoniert, man hat da gemerkt, da ist auch eine Vibration zwischen euch, eine gute, gibt es da noch weitere Pläne, außer dass ihr jetzt Kontakt habt, wird da irgendwas kommen? Er nennt mich Mankerle und ich nenne ihn Agaba. Also, ob mit dem Agaba jetzt was die nächste Zeit geplant ist, kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt schon länger nicht mit ihm gesprochen, aber immer wenn wir miteinander telefonieren, ist alles bestens. Und es könnte wieder irgendwie was zusammengehen. Ich habe auf jeden Fall Lust, die Jungs, der Matthias und er, die machen ganz tolle Sachen auch so an der Gitarre, so ein bisschen country-mäßig. Kann schon sein, dass wir da noch ein bisschen erarbeiten. Wenn ich meine Karriere doch nicht an den Nagel hänge. Nein, bitte nicht. Xavier, jetzt nochmal eine ganz andere Frage, die mir gerade so durch den Kopf schießt. Magst du die Beatles? Nope. Rolling Stones? Nope. Alles Satanisten, meiner Meinung nach. Okay, nicht falsch. Musste ich auch lernen, das stimmt. Ja, das ist gar nicht, finde ich, die Antwort finde ich jetzt gar nicht so daneben, muss ich echt sagen. Aber so aus den alten Geschichten, was kannst du dir da noch anhören? Gibt's da was? Also ich mag von den alten Geschichten Shine on You Crazy Diamond zum Beispiel. Okay, ja. Kenne ich sogar. Ja, oder was gibt's noch von den alten Sachen? Janis Joplin. Ja. Ich weiß natürlich auch nicht, wie die alle drauf waren und wie die alle sind und so, was die alle wirklich waren. Aber es gibt schon ein paar Sachen von damals, die ich toll finde, auch aus den 70ern, 60ern. Tolle Zeit. Papa was a Rolling Stone zum Beispiel. Ja, genau. Okay, jetzt noch, ich muss es einfach fragen, weil es interessiert mich einfach, Lieblingsfilm, bist du ein Kinogänger, bist du ein Filmliebhaber? Ja, also einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten ist Leon der Profi. Ja, cooler Film, ja. Von Luc Besson, die Musik ist zum Dahinschmelzen von Eric Serra. Die Story ist auch geil, ja.
Wahnsinn. Schauspieler, französischer Film, ja, super Film, ja. Mhm. Interessant, finde ich, das finde ich eine tolle Antwort, interessant, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Xavier, ich bete und knie vor dir nieder und bitte um eine... um irgendwann eine Fortsetzung, weil es war so eine tolle Sendung. Wir machen jetzt hier über 1,5 Stunden. Du bist super fit, du bist super präsent. Die Leute sind wirklich am Ausflippen und du hast es nicht gebraucht, aber da hast du noch vielleicht noch ein paar Leute mehr überzeugen können, dass du echt ein Guter bist. Ja, muss man echt so sagen. Leute, der Typ ist einfach wirklich... Er lebt ihn ja jetzt, ja, und genauso ist er auch bei uns im Teamspeak und genauso ist er wahrscheinlich auch im Privaten, wenn man mit ihm an einem Tisch sitzt und einen Kaffee trinkt oder irgendwas. Es ist wirklich, machen wir noch ein bisschen, Xavier, hast du noch Bock? Ich würde mich jetzt gerne wieder um meine Mutter kümmern, die werde ich jetzt nochmal final versorgen heute Abend. Kümmer dich. Du, ich danke dir sehr für die lange Zeit, die du dir genommen hast. Und dann passt es jetzt wunderbar, dass wir jetzt hier mal das alles hier beenden. Liebe Leute, Xavier, einen Moment noch. BitChute wird es heute noch, ich werde es heute noch hinkriegen, wahrscheinlich das auf BitChute zu laden, das, was wir auf D-Live machen. Wenn jetzt irgendwelche Leute enttäuscht sind, dass wir jetzt hier nicht die ganz großen Hämmer rausgepackt haben, wir müssen hier nicht immer Catch-as-Catch-Can spielen, ja, sondern einfach war ein super Abend, war ein super Gespräch. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, die das möglich gemacht haben. Muss ich echt sagen, Xavier, bestätigen. Ich bedanke mich sehr bei euch allen. Wirklich vielen, vielen Dank. Danke dir und kann Xavier auch bestätigen, ohne mein Team wäre das hier heute nicht passiert. Ja, muss man auch sagen. Ist doch gar nichts ohne dein Team. Ich habe es doch schon längst geschaut. Das muss ich rausschneiden. Das ist jetzt nicht toll. Ja, das ist und danke an euch Zuschauer, danke an Xavier und herzliche liebe Grüße an deine Familie und hoffentlich geht's allen gut und viele Herzen im Chat und deine Verabschiedung noch, dann gehen wir gemeinsam raus. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und lasst uns so schnell wie möglich zum Weltfrieden finden. Oh, das kann man immer sagen. Xavier, danke, liebe Zuschauer. Danke euch. Xavier, du bleibst noch drin, aber wir gehen raus aus dem Stream. Macht es gut, ihr Lieben. Servus. Ciao, ciao.